Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelenlieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Huch. So. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Na gut. Hier wieder beim Koali und einer neuen Runde Pen & Paper Rollenspiel. Ich wünsche euch allen da draußen ein frohes Osterfest. Wir haben heute Ostersonntag. Und ich hoffe, ihr habt alle schön viele Schokoeier und andere Dinge in eurem Garten gefunden. Weil ansonsten liegen die jetzt noch draußen rum und vergammeln. Ja, gut. Wir spielen heute wieder DSA ohne DSA-Regeln. Ich kann da mal gerade in den Chat nochmal reinschreiben, welches Regelwerk wir benutzen. Das nennt sich Cinema. Ausrufezeichen System, da findet ihr das Ganze. Auf rollenhörspiel.de. Eine leicht abgewandelte Form davon spielen wir. Ihr werdet von dem System eigentlich hoffentlich nicht viel mitkriegen. Wenn ihr was mitkriegt, dann habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Denn eigentlich fördert dieses System immersives Rollenspiel und man soll eben von dem System, was im Hintergrund läuft, nichts mitbekommen. Und heute wieder mit dabei, meine illustre Gruppe. Endlich alle wieder halbwegs gesund und munter, außer mir. Ich bin schwer verhustet und habe mich hochgedopt mit ganz viel Anti-Husten-Säften und wie heißt dieses Zeugs hier? Dieses Pulverchen da? Hält mir mal gerade jemand. Genau, das auf jeden Fall. Genau. Nein! Und ja. Pass auf, wovon du redest, sonst werde ich hier gleich von Twitch gebannt oder so. Ja, und Eukalyptusbonbons habe ich ganz viele dabei. Also ihr werdet mir jetzt gleich nachsehen, wenn ich hier einen Eukalyptusbonbon nach dem anderen esse, weil sonst wird meine Stimme, man hört es gerade schon ein bisschen rauer und rauer und irgendwann huste ich euch nur noch die ganzen Ohren voll. Das wollen wir alle. Ja, ne? Finde ich auch. Richtig. Das ist ja auch stilechter.
So, jetzt kann man euch sogar auch hören. Haha. Ach, irgendwie ist es, wir haben ja jetzt fast über einen Monat haben wir ja keinen Stream gehabt, weil immer irgendwas passiert ist. Ganz schlimme Sache. Deswegen sind hier die ganzen Einstellungen alle kaputt. Mein Mann. So, aber ich hoffe, wir kriegen das trotzdem irgendwie heute hin. Und begeben uns in die Welt von Aventurien hinein. Kann gerade nochmal ganz kurz zeigen. Hier sind wir in Gerasim. Gerasim, eine besondere Stadt im Norden Aventuriens. Die eigentlich die einzige Stadt in ganz Aventurien, die in der Elfen und Menschen in einem Einklang miteinander leben und das auch funktioniert. unsere Heldinnen sind bei der örtlichen Magierakademie und haben dort ein Artefakt untersuchen lassen und Vorlesungen gehalten über mundane Magie und andere Dinge. Und dürften beim letzten Mal das berühmt-berüchtigte Vermächtnis der Völker besuchen, die große Sehenswürdigkeit von Gerasim. Wie nennt man das? Vielleicht eine Globule oder so? Eine Anderswelt, in der Kommunikation äußerst gut funktioniert und in der man Einsichten bekommt, wenn man sich da mit mehreren Leuten drin aufhält. Ist so ein bisschen ein Salasandra Light. So kann man es, glaube ich, bezeichnen. Und diese Welt wurde angegriffen, nachdem unsere HeldInnen einen Hilferuf erhalten haben. Ein Lied, was sich ihnen irgendwie offenbart hat und Bilder gezeigt hat. Ein Weg, den sie wohl irgendwie vorgezeichnet vorfinden. Und dann wurde diese Welt angegriffen von einer düsteren Spinne aus Dunkelheit. Und Rizzio hat dann ganz viel Zittern bekommen, als am Himmel in den Wolken auch noch purpurfarbene Augen erschienen sind. Ihr habt die Spinne aber zurückgeschlagen, beziehungsweise vernichtet mit Hilfe des magischen Artefakts von Lumins Familie. Wobei es gar nicht so richtig magisch ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen göttlich. Oder beides. Definitiv nur göttlich, wenn du mich fragst. Der Kokos Dark will sich nicht spoilern. Ja, macht ja nichts, guckst du nach. Schön, dass du trotzdem Hallo gesagt hast. Ich glaube, der ist gerade bei Shayariels Dilut. Da hat er gerade kommentiert, glaube ich. Ja. War gut, dass du hier warst. Jetzt hat er mich rausgebracht. Also ihr habt die Spinne mit Hilfe des magischen Artefakts zerstört. Das Artefakt ist dann dadurch eigentlich auch verloren gegangen, was Lumin gar nicht so gut in den Kram passt, weil das wollte er nämlich eigentlich wieder zurück zu seiner Familie bringen. Aber, dafür habt ihr diesen Hilferuf gehört und die örtlichen Magier sind dann total darauf angesprungen und wollen sich jetzt in Bewegung setzen und diesem Hilferuf folgen. Und schauen, was da nicht in Ordnung ist. Und ihr sollt mitkommen und die Magier beschützen. Und auf ihrem Weg begleiten. Das ist, glaube ich, auch nötig, weil zumindest der alternde und etwas senile Magier Silberhaar wahrscheinlich in der Wildnis völlig verloren ist. Denn er ist schon in der halbwegs städtischen Gesellschaft von Gerasim halbwegs verloren, wenn er seine Adepta Tassia nicht dabei hätte, die übrigens auch mitkommt. Und der dritte Magier im Bunde, der sich angeschlossen hat, ist der Lumin und Alrizio schon bekannte Hilberto Castellani. Der Horasier, der ganz viel herumgekommen ist, schon in Aventurien und meisterlicher Artefakt, Magier und
Elfenversteher ist. Gut. So richtig hatten wir es beim letzten Mal noch nicht geschafft, uns wieder zu sammeln nach dem ganzen Kampf. Ihr wart, glaube ich, noch ein bisschen auf Suche nach Erholung und müsst auch erstmal verdauen, dass jetzt die Akademie mit dem alterssenilen Mann und seinem Gefolge mit euch zusammen da in die Wildnis aufbrechen soll. Und vielleicht müsst ihr euch auch noch ausrüsten. Denn ihr wisst ja alle nicht wirklich, wie weit ihr reisen müsst. Ihr habt so eine grobe Ahnung, es geht irgendwie in die Salamandersteine hinein. Aber wie man aus den Geschichten und Erzählungen weiß, die Salamandersteine sind groß, gut bewacht durch die Waldelfen. Und naja, so viele, richtig viele Menschen kommen da nicht wieder zurück, wenn sie einmal dahin gegangen sind. Aber genau dahin führt euch wahrscheinlich der Weg. Gibt es irgendwo... Es fand ja so eine Art Fest statt. In der örtlichen Taverne. Wobei die Anwohner das Ganze nicht Fest nennen, sondern ganz normal Abendessen. Aber es wirkte schon so ein bisschen wie ein Fest für euch. Und ja, ihr könnt euch ja nochmal aussuchen, wie ihr euch versucht, auf diesem Fest noch einmal zu erholen. Vielleicht sucht ihr euch auch ein paar Gesprächspartner, habt untereinander noch etwas zu bequatschen. Rizio war ja so ein bisschen besonders hibbelig wegen diesen Augen am Himmel. Den anderen ist das gar nicht so richtig aufgefallen. Ja. Shayariel war, glaube ich, ganz froh, dass ihr die Triade gerettet hattet. Oder den Geist der Elfe. Und ja, Snorri ist, glaube ich, noch der Bodenständigste gewesen beim letzten Mal. Der hat einfach nur auf die Spinne eingehackt, hat sie getötet. Ganz normaler Torvaler Alltag. Dienstag. Ja, und Lumin trauert ja dem Artefakt nach. Ja, also es ist Tanz, Musik, Essen, alles vorhanden, was ein Fest eigentlich braucht, aber es ist ja ein ganz normales Abendessen. Die bekannten Gesichter, die ihr aus der Akademie kennt, sind auch alle da und tun sich ihr gütlich. Professor Silberhaar versucht sogar ein bisschen zu tanzen. Sieht ein bisschen wackelig aus, aber ist auf seinen Magierstab gestützt, schafft er das sogar. Verbringe einen Teil des Abends damit, Silberhaar amüsiert beim Tanzen zuzuschauen. Und ich frage mich, ob es hier irgendwo Kartenmaterial gibt von den Salamandersteinen. Ob man sowas hier irgendwo kaufen kann oder sich ausleihen kann oder so. Gibt es sowas? Wen fragst du denn? Ich frag mal die Adepta Tassia, die weiß das bestimmt. Kartenmaterial. Also es gibt Karten von der Umgebung, von den Salamandersteinen selber. Ich fürchte, da müssen wir passen. Da haben sich mondane Forscher noch nicht so wirklich, also es sind ein paar in die Salamandersteine gereist, aber so richtig kartografieren, das ist dort schwierig. Warum? Also lassen das die Bewohner nicht zu. Ja, erstens, das ist ein großes Problem, dass die ansässigen Waldelfensippen sehr bedacht darauf sind, dass niemand Fremdes den Wald betritt und irgendwie, naja, verpestet oder so nennen sie das. Mir fällt kein besseres Wort ein. Und andererseits, wenn man es denn mal geschafft hat, ihre Gunst zu erhaschen,
und versucht zu kartografieren, irgendwie verschwimmt dort die Realität ein bisschen. Also man behauptet, einige Forscher behaupten, die Wälder würden sich bewegen und die Wege würden sich dann anders verlaufen als beim Hinweg. Also das macht das Kartografieren nicht gerade einfach. Das stimmt so. Oh Mann. Ich trinke noch einen Schluck Bier erstmal. Vielleicht sollten wir ein paar elfische Begleiter mitnehmen, die uns zumindest die Interaktion mit den Waldelfen erleichtern würden. Das. Ich frage Sie mal, was erwartet uns denn? Also, worauf müssen wir uns einstellen? Was sollten wir vielleicht noch besorgen, mitnehmen? Also ich war noch nie weit weg von Gerasim. Weiß nicht. Also viele Bäume und viele Felsen und Berge. Gibt es denn jemanden, der sich auskennt, den wir fragen könnten und den wir mitnehmen könnten, der vielleicht schon mal da war? Also, es gibt ein paar Waldelfen hier in Gerasim, aber die sind aus gutem Grund hier und nicht dort. Weiß ich denn ungefähr in welche Richtung wir müssen, also jenseits von die Salamandersteine im Norden, kann ich das mit Hilfe dessen, was wir wissen, irgendwie abspeichern quasi? Weil ich darin ja ganz gut bin mit dem Richtungssinn. Also von Gerasim aus gesehen, die Salamandersteine im Süden. Okay, das weiß ich jetzt. Genau. Aber Die bilden so ein bisschen die Grenze zwischen dem Mittelreich und dem Norden. verstehe. Also wenn du die Aventurienkarte so ein bisschen vor Augen hast, hast du ja diesen riesen See im Mittelreich, ne, den Neunaugensee. Und Trallop und Donnerbach und so. Und direkt nördlich davon ist ein langgezogenes Gebirge, das sind die Salamandersteine. Und darüber ist ein riesiges Waldgebiet und eine riesige Ebene. Und über die Ebene reist man normalerweise, weil die Ebene sich anschließt an einen Pfad, der zwischen den Salamandersteinen und der Roten Sichel entlang führt. Das sogar kann man besser durch die Gebirge. Dann versuche ich mal für um sozusagen meinen Richtungssinn so ein bisschen auf wo wir lang müssen, so trainieren, mir das nochmal zu vergegenwärtigen, was diese Stimme uns gesagt hat, wo wir so lang müssen. Ja, es war ja so eine Art Lied, was sich irgendwie auch in Bildern dann geäußert hat. Und da hattet ihr ja diesen Flusslauf gesehen, dem ihr folgen sollt. Und ein paar Städtchen und ein paar, so ein paar Wegweiser, zum Beispiel in einen alten Turm und sowas. Und Adeptatassia meinte, ja, vielleicht sollten wir erst einmal dem Flusslauf nach Süden folgen und dann querfeldein in den Wald schlagen. Kannst dir natürlich auch Kartenmaterial besorgen, das stellt man dir auch zur Verfügung. Also kannst du dir ruhig Ja, dann. die Karte irgendwie auch anschauen auf avispfade.de. Kannst du, das ist so grob die Ja. Das Kartenmaterial, was du auch zur Hand bekommst von der Super. Gegend. Dann versuche ich mir das gut einzuprägen und also steck die Karten in meinen Rucksack, wenn ich darf. Ansonsten präge ich es mir Jo. gut ein. Sollte mit dem Richtungssinn dann funktionieren. Also, wenn ich das Lied richtig erinnere, dann müssen wir erstmal im Bachlauf bis zur Quelle folgen. Der Ebene entlang. So, und vielleicht zu einem Turm gehen. Ja. Und ansonsten esse ich gut. Oder Abend. Ihr seid ja auch auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen nach Gerasim gereist. Ich denke mal, Alrizio
Und Chayariel, ihr werdet wahrscheinlich eher so aus dem Osten gekommen sein, aus dem Westen gekommen sein, über Riva oder so. So eine Handelsroute, während Snorri wahrscheinlich auch, während Lumin wahrscheinlich über die grüne Ebene nach Gerasim gereist ist. Ah, dann weiß Herr Lumin vielleicht schon, wo wir lang müssen. Er hat wahrscheinlich eher den Wald gemieden, ja. Also Lumen ist nicht da, von daher sage ich dazu jetzt erstmal nichts. Wo hält der sich denn auf? Der wird sich zurückgezogen haben, der ist nämlich ein paar Briefe am Schreiben. Die will er noch verschicken, weil wir ja auch nicht genau wissen, wann es losgeht. Wenn es nach der Magierakademie geht, geht wahrscheinlich direkt morgen. Aber wenn es wir müssen noch Vorbereitungen treffen, vielleicht dann doch erst in 2 Tagen. Von daher wird er jetzt erstmal Briefe schreiben an seine Eltern, klar, an seine, naja, wahrscheinlich nicht mehr Frau, und an seinen guten Freund. Und gerade mit dem Brief an seinem Vater wird er sich am schwersten tun. Zwecks Formulierung und wird das dreimal überlegen und vielleicht das eine oder andere Papier wegschmeißen und zerknüllen und dann nochmal neu anfangen. Ja, und damit wird er wahrscheinlich eine ganze Weile beschäftigt sein. Und dann, je nachdem, wie viel Zeit vergangen ist, dann entweder noch aufs Fest gehen oder direkt irgendwie schlafen gehen. Er hat sich, glaube ich, auch nicht verabschiedet von euch, weil er halt davon ausgeht, dass er euch am nächsten Tag eh wieder sieht. Dann fällt das auf jeden Fall aus, wenn du dich nicht verabschiedet hast, fällt das auf, dass du irgendwann, also irgendwann wird dich wahrscheinlich jemand suchen oder so. Der Rest der Stadt ist eigentlich fast vollzählig hier auf dem Platz. Ich schaue mich nochmal um, ob ich irgendjemanden sehe, irgendwelches Waldelfisches, der oder die mir Auskunft geben könnte über die Salamandersteine und was uns da erwartet und was wir vielleicht brauchen als Ausrüstung. Ja, da sind einige Elfen, also woran du jetzt auch immer festmachen möchtest, ob es Waldelfen sind. Kann ja schlecht in die Runde rufen. Schick Story Die haben es vor. auch leider nicht irgendwie auf der Stirn stehen, dass sie Waldelfen sind. Sie haben halt alle spitze Ohren und haben alle so ein bisschen elfischen Körperwuchs. Ja, die sind Aber hier auch alle schon so eingestädtert. mehr oder weniger, ja. Sind eh nicht mehr so richtig elfisch. Leben ja auch mit den Menschen zusammen. Sehr suspekt. Da traue ich mich, glaube ich, jetzt noch nicht so hin. Ich beobachte die erstmal und versuche mal zuzuhören, was die so erzählen. Aber das ist eigentlich alles relativ. Und so ein städtischer Alltag, wenn du so den Gesprächen laufst. Also da hat auch keiner jetzt groß was von mitbekommen, von eurer Aktion. Von daher eher so ein Alltagsgerede. Irgendwas Bestimmtes, was du irgendwie haben willst an Informationen? Naja, es ist ja nicht so spezifisch. Also auf was müssen wir uns einstellen? Wie sehr sollten wir uns bewaffnen? brauchen wir Heilkräuter? So. Ja, für die lange Reise irgendwo in die Wildnis sollte man auf jeden Fall sich gut vorbereiten, ja. Vielleicht sind die ja auch ganz freundlich da in den Salamandersteinen. Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Die Geschichten gehen in beide Richtungen. Die meisten Elfen erzählen dir, dass die Waldelfen das Badok halt sehr, sehr fürchten.
und deswegen keine Menschen in die Salamandersteine lassen. Und angeblich soll sich in den Salamandersteinen irgendwo auch der Ort befinden, wo die Elfen halt ins Sein getreten sind. Und angeblich bewachen die Waldelfen diesen Ort. Stelle ich mich zu den anderen beiden und schaue mit denen ins Feuer und halte mich an meinem Quellwasser fest. Ja, also Ariccio tatsächlich, der ist heute Abend zu nichts mehr zu gebrauchen. Der sitzt rum und starrt missmutig ins Feuer und trinkt Tee. Ansonsten quatscht er nicht. Grübelt vor sich hin. Brauchst du Gesellschaft beim Tee trinken? Ja, wenn du magst, setz dich. Und dann setze ich mich schweigend dazu. Und wie gesagt, er sitzt weiterhin da. Ich dann auch und verarbeite die Eindrücke des Tages. Was Norino? Ja, ich komme ja irgendwann zurück von meinen Erkundungen mit dem Kartenmaterial im Gepäck und schnapp mir ein Bier und was zu essen. Und suche dann Chayari und Ariccio. Ja, komme zu euch. Ich hab Karten besorgt, damit wir wissen, wo wir lang müssen. Und wollt ihr nicht auch was essen? Hält euch so. Also hin. Ja, was hast du denn da? Hier ist irgendwas in grüne Blätter eingewickelt. Weißt du, ist sogar ganz lecker. Hier habe ich noch eins. Zack. Also bietet Ja, sich. das nehme ich da mal. Ich probiere das mal aus. Horasia, ich halte den Teller hin. Du auch? Danke. Nein. Was ist dir für eine Laus über die Leber gelaufen? Keine Laus, eine Spinne. Hm. Eine große Spinne. Magst du keine Spinnen? Gegen Spinnen habe ich nichts. Gegen normale. Und so Monsterspinnen, die so schattenhaft sind mit leuchtenden Augen. Genau das Leuchten macht mir ja gerade solche Sorgen. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Ich kenne nur Geschichten und Erzählungen. Und die sind ziemlich eindeutig. Alles, was mit der Farbe Purpur zu tun hat und in irgendeiner Weise übernatürlich riecht. Aber wir haben es doch besiegt. Die Spinne ja, aber nicht den, der sie geschickt hat. Wer hat sie denn geschickt?
Kennst du die Sage oben, Volkas? Von der Phileason-Reise? König der Meere, berühmtester Torwaller aller Zeiten. Natürlich. Ja. Da könntest du zum Beispiel was darüber finden. Ihr sprecht in Rätseln. Es gibt eine, ja, wenn man so sagen will, ein, ja, eine Art Ungott, der den Göttern entgegensteht. Und der hat ganz gerne was mit der Farbe Purpur am Hut. Aber es gibt doch gar keine Götter. Dann gibt es auch keine Ungötter. Es gibt Götter. Natürlich gibt es Götter. Es gibt jede Menge Götter. Es gibt auch Elfengötter. Du solltest die Phileason-Sage auch mal lesen. Aber weil Elfengötter hatten oder meinten zu haben, haben wir uns so weit vom Licht entfernt. Das würde ich jetzt philosophisch mal ganz stark bezweifeln, dass es sowas wie Götter gibt. Pass mal auf. Siehst du das? Zieh meinen Ärmel zurück. Konzentriere mich und dann mache ich den alten Münzen hinterm Ohr-Trick. Ja, toll, du hast eine Münze hinterm Ohr, ins Ohr gezogen. Hinter deinem, ja. Was ist das? Eine Münze? Das war kein Trick. Spielzeug. Ja, ich kann auch lustige Dinge magisch bewegen, aber das heißt nicht, dass ich eine Gottheit bin. Ich kann keine Magie. Kann ich nicht. Alles, was ich mache, ist bezogen auf den Herrn Fax, auf meinen Gott. Von ihm bin ich begabt worden und kann übernatürliche Dinge wirken. Das konnte ich nicht, bevor ich nicht ihm geweiht war und von ihm erwählt wurde. Ich bin sein Werkzeug. Auf dieser Erde. Auf deren. Was auch immer dich glücklich macht. Du hältst mich für dumm, oder? Naja, du bist ein Mensch. Gut, dann rede ich einfach mit Snorri weiter. Also auf jeden Fall wirst du definitiv schon mal was vom Namenlosen gehört haben, oder? Natürlich. Ja. Purpur. Natürlich. Ich hatte die Farbe vergessen. Ich habe schon so viele Winter gesehen. Du solltest manchmal mit dem Saufen aufhören, mein Freund. Ich glaube manchmal, dass meine Augen trüb werden, aber nicht vom Trinken, sondern vom Alter. Ja, genau, vom Tumente trinken hat das gar nichts zu tun, garantiert nicht. Mach weiter. Naja. Ich gucke skeptisch auf mein Bier, reibe mir die Augen. Das Bier hier ist ziemlich dünn. Ich heiz Arete unter der Nase an dem dünnen Zeug ganz nicht liegen. Ich nehme mal sehr betont eine Nase. Naja. Quasi was. Woher kommt's, wie gesagt. Und jetzt spreche ich wieder zu beiden. Also folgende Situation. Ob es nun Götter deiner Meinung nach gibt oder nicht, Shayariel, diese Spinne ist von eben einem solchen gesandt worden. Und mir macht eben gerade Sorge, dass da ein Plan hinterstecken könnte, weil alles, was ich bis jetzt von diesem Ungott, von dieser Entität, die dahinter stehen mag, gehört habe, gelesen habe, geht der immer äußerst planvoll vor. Und zwar immer auch sehr hinterlistig und sehr brutal und sehr angsteinflößend. Und das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Aber was
Und warum sollte der einen Plan haben und was hat das mit uns zu tun? Da ich keine Ahnung habe und auch das gleiche erlebt habe wie du, kann ich dir darauf keine Antwort geben. Nur weiß ich ganz genau, dass ich während meiner Ausbildung und auch aus diesen ganzen Geschichten sehr wohl die Lektion gezogen habe, immer sehr aufzupassen, wenn mir aus irgendeinem Grund übernatürlicherweise die Farbe Purpur also entgegenkommen sollte. Da bin ich sehr, ja, sehr vorgewarnt. Aber ich bin mir sicher, dass Fex und Swafni uns begleiten. Ich ziehe so meinen Arm zurück und streiche über ein Wahltattoo. Ja, du weißt aber schon, dass die nicht einfach alles für dich machen und du nur die Füße hochlegen musst, oder? Das ist mir schon klar. Das ist völlig klar, aber trotzdem weiß ich Swafni auf meiner Seite. Gut. Ein neuer Gast betritt die Szenerie des Plovplatzes. Eine groß aufgeschossene Elfe mit langem Haar, äußerst hübsch anzusehen, wie viele Elfen ja, gewandet in einer weiten Magierrobe und mit einem spitzen Hut auf dem Kopf. Schaut euch gezielt an durch die Menge, also in eure Richtung, mit großen, funkelnden Augen, die ja, eine Art Güte ausstrahlen. Bewegt sich dann auch in eure Richtung. Ja, ich prost dir mal mit dem Tee so zu. Nick ihr so zu. Ich begrüße sie auch in unserer Runde. Eine äußerst liebliche und zweistimmige, gütige, melodische Stimme sendet sich an euch. Sanyasala Fayama. Seid ihr die Streiter, die die Schattenspinne besiegt haben und das Vermächtnis der Völker gerettet haben? Ja, streiten tun wir uns gerade ein bisschen. Ist das so? Das also wir sind die Personen, die ihr meint. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Mondglanz Eichenfeld, Magister Ordinara Communicatia Spectabilität dieser Akademie hier. Ich möchte euch noch einmal danken, dass ihr so behende eingegriffen habt und vor allen Dingen, dass ihr die anderen auch heil hier wieder hergeführt habt. Magister Silberhaar, Adepta Tassia. Ich glaube, ich spreche auch für meine beiden Mitstreitenden. Wenn ich euch sage, dass wir das natürlich gemacht haben. Wir waren an Ort und Stelle und werden natürlich nicht zulassen, dass solange wir da etwas dagegen tun können, hier Personen ein Leid geschieht. Oder dem Vermächtnis der Völker. Fex bewahre. Ja. Wie gesagt, mein Dank ist euch auf jeden Fall zuteil. Und was beschert uns die Ehre, dass sie uns Gesellschaft leisten? Ich wollte mir die Menschen und Elfen ansehen, die an meiner Akademie eine Lehrstunde in moderner Magie gewirkt haben, von denen die Schüler nur Gutes erzählen. Und unser moderner Magier ist. Mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben. Und die sich um Magister Silberhaar gekümmert haben. Es war uns eine Freude. Irgendwie. Ja,
Das ist doch schön. Und doch streitet ihr jetzt, habt ihr gesagt. Wo darf ich fragen, worüber? Über Gottheiten und Ungottheiten und purpurfarbene Augen. Und ob die überirdischen Ursprungs sind oder irdischen Ursprungs. Verstehe. Und ihr habt den Abgesandten des Fex darauf hingewiesen, dass er irrt, wenn er denkt, er wäre etwas berufen, oder? Nein, eigentlich hat sie mir widersprochen, als ich die Existenz des Namenlosen ansprach. Oh. Vielleicht kennst du es unter einem anderen Namen. Ich denke, selbst in deinem Stamm, deiner Sippe, müsste der Begriff des Dasa, des absoluten Unlichts, einen Klang haben. Das schon. Aber ich habe mir bisher keine personifizierte Wesenheit vorgestellt, sondern eher den Abfall der Elfen, wenn sie sich nicht miteinander, also wenn sie sich vom Licht wegbewegen. Aber ja, es kommt mir bekannt vor. Wir haben uns sehr ferngehalten von diesen Mythen, um uns zu schützen. Daran habt ihr wahrscheinlich auch sehr gut getan. Viele Elfensippen versuchen, sich das Licht zu bewahren, indem sie alles, was nicht mit dem Licht zu tun haben, aus ihrem Gedächtnis möglichst heraushalten, aus ihren Liedern. Dennoch ist es gut, sich bewusst zu sein, dass es auch einen Gegner gibt, den man nicht fassen kann. Und das Dasa begleitet unser Volk schon seit Äonen. Das stimmt in der Tat. Sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Vor etlichen Tausenden von Jahren, als Azimia gegen das Dasa kämpfen müssen, haben alle unseres Volkes sich gegen das Dasa wehren müssen und sind von ihm versucht worden und sind gefallen. Das ist wahrscheinlich der Teil des allgemeinen Gedächtnisses, den deine Sippe versucht, außen vor zu halten, damit man diese Erfahrung nicht noch einmal haben muss. Aber die Menschen nennen dieses Dasa nicht bei seinem Namen, also nicht bei seinem elfischen Namen, sondern haben so viel Angst davor, dass sie ihm gar keinen Namen zugewandt haben. Und sie bezeichnen das Unlicht als eine, wie nanntet ihr es, Personifizierung, die ihren Göttern entgegensteht. Ein Ungott hat Alricio das genannt. Eine mögliche Ausdrucksweise. Andere würden sagen eben, ja, ein Gott, aber eben auch wieder nicht. Die Geschichten der Menschen erzählen, wie sich ihre Götter gegen das Unlicht aufgelehnt haben und es besiegten. Und es ans Firmament ketteten. Steht da oben. Der leere Fleck am Himmel, wo keine Sterne sind. Das ist der Ort, wo sie ihn ankenteten. Da, wo das Licht nicht hinkommt. Doch richtig, nicht wahr? Es stimmt. In überraschender Klarheit. Mit zwei kleinen Korrekturen, wenn ich darf. Tja. Es ist nicht so, dass das Licht dort nicht hinkommt. Es liegt nicht am Unvermögen,
des Lichtes oder der Götter, sondern es liegt einfach daran, dass sie dem Namenlosen nicht mit dem Licht beschenken möchten. Es ist voller Absicht, dass dort kein Licht ist. Ein Fex, der Herr dieses Firmaments, spart es extra aus, um den Namenlosen zu strafen. Und das Zweite, ihr sagtet, dass wir Menschen, es klang so ein bisschen so, als würden wir die Götter herbeireden, als würden wir die Götter hervorbringen. Ich würde da eine kleine Korrektur anbringen, und zwar, wir sehen uns einfach in der Abhängigkeit der Götter. Man kann im Prinzip sagen, wenn ich das Elfenvolk richtig verstanden habe, bitte korrigiert mich, dass ihr euch sehr stark in der Abhängigkeit der Natur seht, in der Abhängigkeit dessen, was ihr vorfindet, in einer Harmonie, im Lied. Wie gesagt, ich habe das noch nicht ganz verstanden, aber ihr seht euch da in einem Netz verwoben. Und so geht es uns Menschen im Prinzip auch, nur dass dieses Netz von den Göttern verbürgt wird. Die sind die Personen, weniger Prinzipien, mehr Personen. Prinzipien sind ja eher klare, starre, scharfkantige Prinzipien, was seine Vor- und seine Nachteile hat. Personen sind auf der anderen Seite eher flexibel, wenig scharfkantig, sondern sehr, sehr weich an den Enden, und eins geht ins andere über, wie das in Beziehungsgeflechten nun einmal so ist. Und das ist eher so das, wie wir es erklären würden. Die Götter als Beziehungsprinzipien, als Beziehungswesen, stehen Pate für das, was wir in der Welt vorfinden und die Abhängigkeit, in der wir uns befinden. Eine interessante Sichtweise. Ist mir durchaus in einem ein oder anderen Buch schon einmal begegnet. Ich wusste noch nicht, dass das weit verbreiteter Konsens ist. Aber interessant zu hören. Also ihr werdet von mir nie etwas als weit verbreiteten Konsens gesagt bekommen, weil ich relativ selten auf Disputationen gehe. Ja. Auf den vielen Hesinde-Disputen, wo ich mich schon aufgehalten habe, gibt es hin und wieder auch Dispute um diese Fragen. Eure Hesinde-Kirche ist sehr bedacht darauf, sich einzumischen. Immerhin haben sie ja auch, sind ja auch die Namensgeber. Ja, die Hesinde-Kirche ist auch sehr bedacht darauf, immer recht zu haben. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und wenn ich mir die Diskussionen so vor Augen führe, ist es auch selten ein Recht haben, eher ein Streiten um die Sache. Meist mit einem ungewissen Ausgang. Und ich war schon auf vielen Disputen, auch wenn ich irgendwann aufgegeben habe, dort all diese wenigen Jahre hin und her zu reisen. Ich habe am Anfang das noch getan aus Pflicht, weil ich nun mal Spektabilität dieser Akademie bin. Aber naja, man hat mich dort nicht mit dem Respekt behandelt, mit dem man andere behandelt. Und ich fühlte mich mal auf eine oder andere Weise nicht verstanden. Deswegen habe ich auch große Sorge getragen, dass diese Akademie in den letzten 100 Jahren sich zum Aufgabe gemacht hat, das Verstehen anderer Meinungen und anderer Sichtweisen in den Vordergrund zu rücken. Deswegen bin ich auch so interessiert an euren Darstellungen. Und ihr habt ja mit dem Vermächtnis der Völker auch ein formidables Instrument, um Verständnis zu werben. Ja, das muss mit allem geschützt werden. Das ist unser Gut, das wir hier haben. Ich wünschte, wir könnten es verpflanzen an all die wichtigen Orte dieses Kontinents. Ich drehe mich nochmal ganz bewusst zu Shayariel um. Also hat dich ja vorher auch schon immer so ein bisschen in der Runde im Blick, na jetzt aber wirklich ganz in den Fokus. Ich freue mich sehr, auf unserer anstehenden Reise übrigens mit dir weiter über solche Dinge reden zu können, denn ich glaube, ich werde da sehr viel lernen können. Und
dieses, ich versuche es jetzt auch einfach mal so auszusprechen, dieses Dasa, ja, wahrscheinlich brennen dir gerade die Ohren, weil ich das total dämlich ausspreche. Dieses Konzept dahinter. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ich bin mir nämlich sehr, sehr sicher, dass es damit zu tun gehabt hat, unser Erlebnis. Das kann gut sein, ja. Unter diesem Begriff kann ich mir das vorstellen. Alricio, nicht wahr? Ja, richtig. Und Snorri. Snorri, dein Volk hat doch diesen Gesang aufgeschrieben, in dem das Dasa auch eine große Rolle spielt. Mhm. Dort ist auf jeden Fall von Dienern des Dasa die Rede. Genauso wie Alricio ein Diener der menschlichen Götter ist. Vielleicht Chayariel kann man es so sehen. Das Dasa hat Diener, das ist uns bekannt. Unserem Volk bekannt. Diejenigen, die sich auf die Seite des Unlichts schlagen. Und hier würde ich im guten Disput Alricio auch widersprechen wollen, denn dass die Götter ihm kein Licht zuwenden wollen, spielt ihm in die Karten, denn er ist das Unlicht. Das Licht ist das, woher wir kommen. Das ist wirklich eine sehr interessante neue Information für mich, über die ich lange nachdenken muss. Wir Elfen traten aus dem Licht und wurden Wirklichkeit, träumten uns in diese Welt hinein. Der Ort, wo dies passiert sein soll, liegt irgendwo in den Salamandersteinen, tief verborgen und geschützt durch die Waldelfen. Und man sieht es, wenn man in die Salamandersteine reist. Die Umgebung dort ist durchflutet mit Magie und ist voll von Kraft. Und so eindringlich, dass die Realität dort, das Dere dort, verschwimmt. Eins wird mit dem Licht. Und vielleicht ist auch hier dieses Naturprinzip, was du erwähnt hast. Nein, wir sind nicht abhängig von der Natur, Alricio. Wir sind die, die aus dem Licht traten und die in der Natur noch die letzten Überreste davon sehen, was das Licht noch ist. Und wenn wir die Natur nicht schützen und mit ihr in einem Einklang leben, dann verschwindet das Licht von Dere mehr und mehr und mehr. Und damit auch wir selbst. Das ist die große Angst, die die Sippen teilen. Und das Unlicht hat vom ersten Moment an, an dem Simia aus dem Licht trat. Und es gibt sogar viele eures Volkes, die Simia als Gott ansehen würden. Oder ihn sogar angebetet haben als einen solchen. Sogar die Elfen haben es getan. Zu irgendeinem Zeitpunkt. So mächtig und so machtvoll waren die ersten Lichtelfen. Aber das Dasa war schon hier. Und es ist in der Tat trügerisch. Hinterhältig. Es macht die Welt einem schmackhaft, verführt, führt weg von dem, wo wir herkommen. Ihr Menschen könnt euch das nicht vorstellen, ihr habt das Licht nie gesehen. Vielleicht können eure Götter sich das vorstellen, auch wenn ich nicht glaube, dass sie aus dem Licht kommen. Vielleicht kämpfen sie deswegen gegen das Dasa. Unsere Aufgabe ist es auf jeden Fall, dem Dasa überall, wo wir können, entgegenzutreten. Wo es wirkt,
folgt Vernichtung. Und wo Vernichtung folgt, da schwindet das Licht. Und das können wir nicht zulassen, Shai Ariel. Und deswegen bin ich auch dem Volk von Snorri so dankbar, dass er es in die Köpfe der Menschheit hineingebrannt hat mit seinem Epos. Dass es die Anhänger des Dasa gibt und dass sie wirken in dieser Welt und dass sie mächtig sind. Aber auch, dass sie nicht übermächtig sind, wenn wir uns alle zusammenstellen. Einheit, Verständnis ist der größte Feind des Dasa. Ich nicke ihr freundlich zu. Danke. Danke für eure Worte. Dein Volk Snorri hat das geschafft, was all die Elfensippen und all die Elfen auf Dere nicht geschafft haben. In weniger Zeit als die vielen Jahrtausende, die sie uns schon gibt. Das ist eine Leistung, die ich anerkenne. Und zudem habt ihr einen Gesang erfunden. Einen ziemlich holprigen, aber auf seine Weise auch schön. Ericcio, brauchst du noch einen Tee? Bring mir mal ein Bier. Ein leises Liedchen summend schreite ich zur Theke und hole noch zwei Bier. Ich hätte noch ein Anliegen an euch. Ich habe von Professor Silberhaar gehört, dass er vorhat, die Salamandersteine zu ziehen und diesem Hilferuf zu folgen, den ihr vernommen habt. Ja, das möchte er. Auch wenn ich mit Adepta Tassia ihm schon eine fähige Assistentin an die Seite gestellt habe und ich auch gehört habe, dass Ariccio und sein Bekannter aus dem Horasreich, Gilberto Castellani, ihn begleiten wollen, aus den unterschiedlichsten Gründen. So hoffe ich doch, dass ihr alle mitgeht und den alten Mann schützt. Er ist wie ein Kind für mich. Und das wirkt jetzt vielleicht für Ariccio und Snorri ein bisschen komisch, weil die Frau sieht ein bisschen aus wie Anfang 20 und der Mann ist halt irgendwie so in seinen 80ern oder so. Ein menschliches Kind, das ist ein bisschen merkwürdig. Na gut. Menschen sind für uns alle wie Kinder. Sie sterben zu schnell, das ist ihr großes Problem. Ja, ein bisschen wie Tiere. Naja. Nein, nicht wie Tiere. Kinder. Klingt jetzt hier gerade ein bisschen martialisch. Snorri Bier. Shai Ariel, die Menschen haben gar keine Möglichkeit, ins Erwachsenenalter zu kommen. Sie sterben vorher. Das ist wirklich traurig. Nee, Freunde. Zack. Ich stelle dir das Bier hin. Ich habe mehr Winter gesehen als er. Sorry. Ihr habt auch mehr Winter gesehen als ich. Aber wir werden Magister Silberhaar beschützen. Das auf jeden Fall. Er ist die größte Koryphäe, was die Salamandersteine und was die Elfen angeht, die es vielleicht auf Dere jemals gegeben hat. Ein wahrer Experte. Leider neigt sich sein Leben schon dem Ende zu. Und auch wenn ich geneigt war, eine Zeit lang auf magische Weise sein Leben zu verlängern, so habe ich doch lernen müssen, dass es nicht im Sinne der Natur der Dinge ist, Leben unnatürlich zu verlängern. Seine Zeit wird kommen. Ich hoffe, nicht irgendwo auf der Reise, sondern gemütlich in seinem Bett, wenn er wieder zu Hause ist.
Das klingt nach einer Aufgabe. Aber er wird euch auch seine ziemliche Hilfe sein, in seinen lichten Momenten. Das glaube ich wohl. Was ich gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt. Es ist eine Ehre, so jemanden so Kundiges dabei zu haben auf so einer Reise. Und für die anderen Momente haben wir Adapter-Tassia dabei. Und Herrn Castellani. Und stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr habt die Spinne besiegt. Ihr habt das Dasa zurückgeschlagen. Aber wart ihr nicht eigentlich zu viert? Wo ist denn der Vierte in eurem Bunde? Er ist irgendwie verschwunden nach der Spinnengeschichte. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Er ist bestimmt einfach müde. Ich glaube, dieser Tag mit dem Magister hat ihn sehr geschlaucht. Vielleicht ist er einfach vom Erdboden verschluckt worden. Können Menschen sowas einfach weg verschwinden? Nicht ganz, auch wenn wir uns hin und wieder Mühe geben. Hallo, entschuldigt bitte, dass ich erst zu spät dazu stoße. Oh, hallo. Aber ihr habt weitere Freundschaft geschlossen und nicke der Magistra zu. Mundlangs Eichenfeld, Magister Ordinaria Communicatia, Spektabilität der Akademie hier. Spektabilität? Ich dachte, Magister Anastasius Silberherb wäre das. Ja, aber ich bin tatsächlich ein wenig erleichtert, dass Sie das zu sein scheinen. Ich habe mich von den Geschäften zurückgezogen und lasse ihnen die meiste Zeit. Wir sind ein gutes, wie nennt man das? Team. Erfreut euch kennenzulernen. Was habe ich verpasst? Und wahrscheinlich sich auch ein Bier und eine Kleinigkeit zu essen genommen. Ich drück haben. Dir meins in die Hand. Ach so. Ihr habt verpasst, dass die Akademie. Ja, da zwei. Ich erwähnte, dass die Akademie einen großen Wert darauf legt, auf Verständigung und. Verständigung trifft es ziemlich gut. Verständigung auszusein. Zwischen den Völkern, zwischen den Geschlechtern, zwischen den Rassen. Das habe ich im Vermächtnis der Völker habe ich das gemerkt. Das war, als könnte ich fast Gedanken lesen, ist, glaube ich, das falsche Wort. Gefühle der anderen spüren. Kommt vielleicht am nächsten ran. Ja. Das war eine faszinierende Erfahrung auf jeden Fall. Genauso habe ich mir irgendwann gedacht, es darf nicht sein, dass eine Person die Akademie leitet. Gerade in einer Akademie wie Ihre macht das durchaus Sinn. Schon wenn gar vielleicht nicht ein jemand wie ich, der schon so alt ist und die Verständnis für die Jugend auch nicht mehr aufbringen kann. Lumin sieht etwas verwirrt aus, aber er nickt einfach nur und fragt nicht weiter nach. Natürlich. Kommen Sie auch mit auf die Reise oder bleiben Sie hier? Nein, irgendjemand muss hier ja die Geschäfte weiterführen, wenn Anastasius euch begleitet. Sie könnten vielleicht jemand anders nehmen, der Sie dabei unterstützt. Es gibt niemand Besseren für diese Aufgabe als ihn. Sicher, man kann sagen, ich bin eine Elfin und ich könnte euch begleiten, aber ich fürchte, wenn ich einen Fuß in die Salamandersteine setze und in Kommunikation mit den dortigen Waldelfen trete, dann ist das, was ich denen zu zeigen habe, wesentlich verstörender als das, was Anastasius ihnen mitzuteilen hätte. Ich denke aber auch, dass Shayariel ihren Job sehr gut machen wird. Ich kenne sie noch nicht lange, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wie macht Lerne man bei den Torwallern? Bitte? Wie macht man bei den Torwallern so? Ich lerne die menschlichen Geflogenheiten erst kennen, aber sollten wir vielleicht noch andere Elfische mitnehmen? Auch für Waldelfen werden wir keine menschlichen Geflogenheiten brauchen, sondern genau die, die ihr gelernt habt.
Ihr müsst nur dafür sorgen, dass sie uns nicht direkt umbringen wollen. Gebt uns wenigstens 10 Sekunden. Ich denke, je größer die Gruppe wird, desto schwieriger wird es, ein Verständnis zu erzwingen, dass man die Wälder betreten darf. Wir müssen schauen. Bisher ist die Gruppe ja noch relativ übersichtlich. Ich weiß nicht, was der Silberhaar noch alles mitnehmen muss oder will. Bisher weiß ich nur von der Adaptatas. Anastasius Silberhaar, Adaptatasia, Roberto Castellani und ihr vier. Korrekt. Das würde ich aber noch nicht als große Gruppe ansehen, oder? Nein, aber jede Person mehr macht es schwieriger. Schwieriger, das ist wohl richtig. Shayariel, wie groß ist denn so eine Elfensippe für gewöhnlich? Es kommt drauf an, 20, 30, so der normale Schnitt. Manchmal sind es mehr, manchmal weniger, aber wir sind nicht so viele. Ja, manchmal ziehen dann welche los und gründen eigene Sippen. Das könnte auch sehr schnell als kriegerischer Akt verstanden werden, wenn man mit so vielen Individuen auftaucht. Da wir mit relativ vielen alten Leuten unterwegs sind, ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch. Das hatte ich eben schon einmal versucht zu erklären. Die elfische Sichtweise auf euch Menschen, also sicher könnten wir sehen, dass ihr mehr Falten im Gesicht habt, wenn ihr älter werdet, aber uns seid ihr trotzdem wie Kinder. Und kann man den Kindern böse sein? Man muss sie zurechtweisen. Das ist korrekt, aber ist eine vernünftige Zurechtweisung ein Pfeil in der Brust? Wenn man nicht auf die Warnungen hört, ist es für einige Sippen das kleinere Übel. Alter, du musst ernsthaft daran denken, dass die anders ticken als du. In der Tat. Für einen Alan Fana ist jemand anders vergiften guter Ton. In Weiden wirst du dafür selber gelüncht. Zu Recht. Aber ich habe bisher noch nicht wirklich viele Möglichkeiten gehabt, Elfen kennenzulernen. Das ist jetzt hier gerade die erste Gelegenheit. Und ich bin stets bemüht. Außerdem habe ich dein Buch gekriegt. Weil Elfen sind auch immer noch mal ein bisschen zurückgezogener. Also. Das heißt, wir werden sehen, was uns erwartet. Das heißt, du kennst schon Waldelfen, ja? Das ist schon mal gut. Ja, sie sind uns manchmal begegnet, aber tatsächlich haben wir auch keinen großen Kontakt gepflegt, weil wir ja selber schon sehr abgeschieden waren. Aber bist du nicht selber eine Waldelfe? Nein. Aber du kommst aus dem Wald. Ich komme aus dem Wald, aber ich bin aus einer auelfischen Sippe. Deine okay, Logik, das können wir später noch weiter. Mein Freund. Nicht alle Torvaler kommen aus Torval, Lumin. Vielleicht sehen sich selber aber ihre Verwandten und ihre Freunde und Familie oder sowas. Also irgendwie müssten sie ja dorthin gekommen Einige sein. Einige kommen auch aus Bullport. Es gibt sehr viele verschiedene elfische Völker. Die Auelfen, die Steppenelfen, die Firniselfen, die Waldelfen. Und die Auelfen sind sind oft der menschlichen Zivilisation am nächsten, haben den meisten Handel bisher gepflegt. Die Waldelfen sind sehr, sehr zurückgezogen und oft sehr feindlich. Die Waldelfen sind die einzigen Elfen, die niemals korrumpiert wurden vom Dasa. Was ist das? Alle anderen Elfenvölker stammen ab von den Hochelfen, von den ersten, die aus dem Licht traten. Die Waldelfen nicht. Nicht? Woher stammen sie? Sie traten selber aus dem Licht. Ha. Also eine andere Gemeinschaft. Eine andere Abstammung. Sie haben den Bruch der Hochelfen niemals mitgemacht. Sie waren von vornherein sie waren diejenigen, die schon am Ursprung gemerkt haben, dass da was faul ist. Und die anderen gewarnt haben. Und die anderen haben nicht gehört. Und das, was passiert ist, hat sie nur in dem bestätigt, was sie tun.
Und wenn sie aus dem Licht getreten sind, können sie dann nicht im schlimmsten Fall auch irgendwie wieder zurück oder so, wenn ihnen das alles nicht so gefällt? Wir können alle nicht wieder zurück. Wir sind jetzt hier. Ja, gut, dann sollten wir doch versuchen, wenn wir uns schon dieses Stück Land teilen, dass wir halt zusammen zurechtkommen. Ich meine, das scheint in dieser Stadt ja auch ganz hervorragend zu funktionieren. Also sicherlich wird es irgendwelche Reibereien zwischendurch oder Missverständnisse geben, aber tendenziell scheint es doch hier ganz gut zu klappen. Kennt ihr Rohal den Weisen? Ich habe gehört von ihm, ja. Aber kennen wird zu viel gesagt. Nun, in einem seiner Bücher hat er das Problem ganz gut beschrieben. Es ist aufgeschrieben, wenn ihr das wisst, seine Gespräche mit seinen Schülern. Und eine seiner Schülerinnen soll ihn einmal gefragt haben: Meister, warum haben die Elfen ihr ursprüngliches Wesen verloren? Damit spielt sie auf das an, was mit den ursprünglichen Elfen geschehen ist. Und Rohal der Weise antwortete: Wie hätten sie ihr Wesen denn erhalten sollen, da sie den Weg des ewig unveränderlichen Los verließen und den Weg der sich ewig wandelnden Sumu beschritten? Jetzt schaut jetzt zu Airicio, weil der kann wahrscheinlich mit Los und Sumo mehr anfangen als Lumi. Ja, Lumi nickt jetzt einfach nur und versucht dann am Ende der Geschichte versuchen, Dinge zu verknüpfen. Denn Licht wird durch Sein ersetzt. Und das Sein wird durch Werden ersetzt. Und das Werden durch Wissen. Und Wissen durch Macht. Und Macht durch Gier. Und das ist der Weg, den ein das Unlicht bringen will. Weiter weg hin zur Gier. Und wenn man so will, haben die Waldelfen es ziemlich früh begriffen. Licht wurde durch Sein ersetzt. Sein durch Werden. Und hier trennen sich die Wege zwischen Hoch- und Waldelfen. Shayariel, ich hoffe das Beste. Ich natürlich auch, ja. Ich bin schon ziemlich tief gefallen mit meiner Macht durch mein Wissen. Aber es gefallen, also Abgefallen vom Licht. Die Treppe habe ich euch ja gerade aufgezeigt, die Rohal der Weise ganz gut erkannt hat. ja, aber das, also euch geht es ja nicht schlecht dadurch, oder doch? Es geht nicht darum, dass es einem schlecht geht. Das ist ja gerade das Verlockende. Das ist das, womit der Gott ohne Namen, wie er ihn nennt, arbeitet. Es geht einem nicht schlechter, wenn man ihm anblinkt. Im Gegenteil, zunächst geht es einem viel, viel besser vielleicht. Das ist die Versuchung. Nicht wahr, Alicio? Deswegen ist er so gefährlich. Deswegen ist dieser Weg so gefährlich. Und deswegen sind die Waldelfen so bedacht darauf, diesen Weg nicht zu beschreiten. Denn die Hochelfen haben es ihnen vorgemacht. Es führt zu nichts Gutem. Es ist zudem genau das, was ich vorhin mit Demut meinte. Und mit der bewussten Abhängigkeit unter die Götter. Eben nicht den Weg der persönlichen Macht beschreiten, sondern auch mal zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Ja. Der Adlige nickt. Auf den Hesinde-Disputen habe ich mich einmal mit jemandem unterhalten. Mir fällt sein Name gerade nicht mehr ein, aber er behauptete, die Elfen lehnen die Götter ab. Aber seine Frage war vielmehr, lehnen die Götter auch die Elfen ab? Und er kam dann zu dem Schluss, dass aus dem Glauben Macht wird. Und die Macht den Glauben entfacht. Und dann habe ich ihn gefragt, aber die Götter der Menschen verfluchen doch Menschen. Und er sagte, die Götterflüche einmal ausgesprochen sind nicht wirklich
wirksam bei den Fey, bei den Elfen. Er fragte, hast du je einen der Elfen gesehen, der verflucht gewesen wäre von euren Göttern? Und ich musste das verneinen. Er fragte, war je einer rastlos, gepeinigt von der Travia? War jemand kalt und lieblos verflucht von Raya? Würde je jemand die Sonne scheuen, weil sie dem Götterfürsten Praios zugeschrieben wird? Und ich musste das verneinen. Und er sagte, siehst du, Elfen sind Geschöpfe des Lichts und des Mondes. Keiner der Zwölfe könnte die Elfen zu einem Schattendasein verfluchen. Da habe ich aber was anderes erlebt. Ist das so? Das ist so. Meine Familie wurde von einem der Euren angegriffen und diese Kreatur war... Sie hat, obwohl es lichterloh in Flammen stand, ganz normal weitergekämpft, als wäre es nichts. Und das führst du auf einen Fluch der Zwölfe zurück? Es war götterverflucht. Es war ein sogenannter... Na, das ist ein Unterschied. Nicht götterverflucht und verflucht. Das, was du meinst, ist nicht den Zwölfen gefallend. Dann verstehe ich den Unterschied nicht. Verflucht wäre jemand zum Beispiel von eurem Praios, wenn er nicht mehr unter seinem Angesicht wandeln könnte. Hast du das jemals von einem Fey gesehen? Die meisten Fey, die ich jemals gesehen habe, waren hier. Und die zwei Bekanntschaften davor waren sehr unliebsam. Aber dieses Gespräch, was ich damals führte, ist äußerst wichtig. Gerade wenn ich Anastasius Silberhaar richtig verstanden habe von dem, was er mir erzählt hat aus der Begegnung mit dem Vermächtnis der Völker. Und Alricius Angst vor dem Ungott. Denn der Ungott kann sehr wohl verfluchen. Nichtsdestotrotz sehen wir ihn ja alle als Feindbild. Also von daher ist das ja, soll er mit seinen Flüchen um sich werfen, wie er will, solange man sich dem entgegensetzt. Mein Gesprächspartner von damals hatte durchaus recht. Wir Fey kommen aus dem Licht. Und Mond und Licht sind unsere Quelle. Das sind die einzigen, die uns verfluchen können. Naja, aber der Namenlose ist weder Mond noch Licht. Das ist richtig, aber er kann auch die Verbindung zwischen Mond und Licht zerstören. Und wenn ein Fey die für Verbindung nicht mehr hat, kannst du dir ausmalen, was dann passiert. Es ist so, als wenn einer von euch keine Verbindung mehr zu einem eurer Götter hat. Wie als wenn der 13. diese Verbindung, die du mit dem Herrn Fex hast, abschneiden würde. Und es gibt Elfen, die abgeschnitten sind. Sagt euch der Name Ganarion etwas? Nein. Wieso? Nur Interesse halber. Ich gehe nicht davon aus, dass alle Elfen sich untereinander kennen, aber er war was Besonderes. Deswegen hoffe ich hin und wieder noch, dass ich jemanden finde, der ihn kennt oder von ihm gehört hat. Anastasius meinte, er hätte den Namen Arantalva vernommen in eurem Kampf. Der den Himmel kreischen lässt. Dieser Name jedoch ist mir ziemlich bekannt. Ja, was hat er mit unserer Reise zu tun?
Oder mit dieser Spinne. Rantalva fällt genau in dieses Schema, was ich damals besprochen habe mit meinem Gesprächspartner. Arantalva lässt den Himmel kreischen, ist einer der allerersten Feylamir. Jemand, der nicht ist. Feylamir? Mhm. Was muss man Vielleicht sich darunter würdet vorstellen? Ihr, gerade ihr Lumin, es Vampir nennen. Lumin wird etwas steifer. Ja. Okay. Also das, was vielleicht mit der Freundin von Shayariel passiert. Diese Menschenkrankheit, die sich auf sie übertragen hat. Das ist keine Menschenkrankheit. Nein, ist es nicht. Es ist ein Fluch. Ein Götterfluch. Und wie wir ja gerade erfahren haben, sind wir Elfen nicht anfällig dafür. Aber wenn man uns vom Licht abschneidet, werden wir zu einem Feylamir. Und das macht uns umso gefährlicher, weil eure 12 Götter uns dann nichts anhaben können. Wie sie uns schon im Leben nichts anhaben können, so können sie uns auch im Unleben nichts anhaben. Die menschlichen Vampire haben ihren Bezug zu den Göttern nie verloren. Die Fey und Feylamir hatten sie nie. Das macht sie so gefährlich. Und das macht Arantalva so gefährlich, weil er ist einer der allerersten. Aber wenn jetzt diese menschlichen Vampire in unsere Siedlung kamen und eine Elfe diesen Fluch abbekommen hat, das heißt doch, irgendjemand muss sie zusätzlich vom Licht abgeschnitten haben, weil sonst wäre sie ja nicht. Die Vampire tragen das Schnittwerkzeug in sich, wenn man das so ausdrücken will. Sie sind in der Lage, andere Wesen zu verfluchen und abzuschneiden von ihrer Gottheit, von ihren Göttern. Und sie sind in der Lage, uns Elfen vom Licht abzutrennen. Ist das so ein bisschen was wie eine Krankheit? Könnte man so behaupten. Solange Feylamir genauso umzubringen sind wie menschliche Vampire. Eben nicht. Das heißt, wenn der Kopf von dem Rumpf getrennt wird, dann überleben sie weiter? Da bin ich überfragt. Es gibt nicht viele Feylamir. Das ist auch gut so. Mhm. Sie sind Geschöpfe des Dasas und sie dienen nur sich selbst. Arantalva war einmal ein elfischer Zauberweber. Er hat vor 1500 Jahren sich dem zweiten Zug der Sehenden angeschlossen. Das war eine elfische Pilgerreise in die Salamandersteine. Zauberweber, eine Art Magier? Ja. Er wollte, wie andere zahlreiche Elfen, zurück ins Licht gehen. Ein Urwunsch, der uns alle eint, irgendwann wieder Teil des Lichts zu sein. Aber der Wunsch dieses Zugs, die Elfen, sie endeten in Tod und Verderben, verursacht durch das Dasa. Der Zauberweber starb aber nicht, sondern er wurde vom Unlicht korrumpiert. Er begann zu glauben, dass noch vor der Lichtwelt, aus der wir getreten sind, mythologisch der Ursprung der Elfen bildet, ach, es noch eine andere Welt gibt. Eine Urwelt. Eine Welt der Schwärze. Das Dazai. Und das Shia sei nicht unsere Heimat. Sei nicht die ursprüngliche Heimat der Elfen. Sondern die Schwärze sei es. Die Lichtwelt wäre nur eine Illusion, ein Scheinziel, kreiert von den Göttern. Alle Elfen, die zurück ins Licht wollen, seien Opfer dieser Irrlehre. Das Dasei sei der wahre Ursprung. Und Arantalva versucht seitdem, uns und die Elfen und die Lichtwelt zu zerstören und ins schwarze Licht zu führen.
Moment, damit ich das verstehe. Also er versucht, die Lichtwelt, von der er nicht glaubt, dass es sie gibt, zu zerstören. Doch, es gibt sie. Aber sie ist ein Trugbild der Götter. Sie ist ein falsches Ziel. Und er hat es am eigenen Leibe erfahren, als seine Mitgefährten alle gestorben sind, als sie versucht haben, ins Licht zurückzukehren. Das hat ihn gebrochen. Und er kann es sich nur so erklären, dass das Licht eigentlich nicht der Zielpunkt sein kann. Und er versucht, alle anderen Elfen davor zu retten. Das heißt, jetzt das macht ihn extrem in seinen Mitteln. Soll heißen, weil er das nicht verkraftet hat und dass seine Leute gestorben sind bei dem Versuch, wieder zurück ins Licht, in dieses Licht zu gehen, schiebt er jetzt jemanden die Schuld in die Schuhe? Und den Göttern. Sorgt jetzt dafür, dass das ist doch immer dasselbe. Ja. Irgendwer ist unvernünftig und schiebt die Schuld jemand anders in die Schuhe oder etwas anderem, weil die Erklärung einfacher ist. Ja. Lange Zeit war Arantalva nur eine mystische Gestalt, ein Wesenheit, von denen man kleinen Elfenkindern erzählt hat. Eine Gestalt, die durch die Träume läuft, Böses anstellt. Aber irgendwann habe ich auch erfahren müssen, dass es ihn gibt und dass er wirklich durch die Träume wandern kann. Wie habt ihr das erfahren? Spätestens gestern, also eben. Er war im Vermächtnis der Völker. Naja, ich dachte, ihr hättet das schon vorher erfahren oder sowas. Okay. Wenn das stimmt, was Anastasius Silberhahn mir erzählt hat, dann ist das der letzte Tropfen, der mich wirklich davon überzeugt, dass es ihn gibt. Seid vorsichtig. Wenn die Geschichten über ihn stimmen, so ist er sehr mächtig. Er kann die Gestalt seiner Opfer annehmen. Er kann gesichtsloser Schatten werden. Und er kann die Opfer, die er hat, vom Licht abschneiden. Er sucht die Seelenlieder der Elfen, so heißt es, in den Kindergeschichten. Je älter und je mächtiger ein Lied, ein Seelenlied ist, desto mehr Macht bedeutet es für ihn. Und hier komme ich zu dem Lied, was ihr gehört habt. Ich bin der Überzeugung, wenn das, was Anastasius mir erzählt hat, wahr ist, dann ist das ein Seelenlied, was ihr gehört habt. Meiner Thesis nach sind einige der allerersten Elfen, die Simia berührte und mit Macht ausstattete, die sogenannten Sternenträger, die auch in der Feleason-Saga vorkommen, Snorri. Diese mächtigen Elfen haben den Tod überdauert und sind ans Firmament gewandert, als Sterne. Und in der letzten Zeit haben wir alle gesehen, dass die Sterne vom Himmel fallen. Was ist nun, wenn einer dieser Sterne wieder zurück ist auf Dere? Ein mächtiges Elfenlied, ein Seelenlied, hinabgefallen ins Sein zurück. Was ist es, wenn dieser Vampir dieses Lied aussaugt? Es würde ihm unendliche Macht verleihen. Das darf nicht geschehen. Können wir es finden? Ich denke, wir haben wir die müssen es finden. Zutaten. Wir müssen es finden. Also die Wegbeschreibung wird uns ja hoffentlich dahin führen. Dieses Lied war ein Hilferuf. Ja. Das Lied hat wohl schon gemerkt, dass Arantalva auf seinem Spur ist. Deswegen wollte er mit seiner Spinne euch auch töten. Aber wenn es so mächtig ist. Damit niemand davon erzählen kann. Aber wenn es so mächtig ist, wieso kann es sich nicht selbst verteidigen?
Es ist ein Seelenlied. Es hat noch keinen Bezug mehr zum Sein. Es ist also nur ein Lied? Wie sollen wir nur ein Lied beschützen? Eine Seele. Würdest du sagen, Lumin? Würdet ihr sagen? Aricio, hilf mir mal ein bisschen mit Vokabular von euch. Oder Snorri. Die Toten so gehen zu. Habe ich auch noch nicht, worum es da gehen muss. Die Toten kehren doch zu Swafnir zurück, nicht wahr? Was wäre, wenn einer dieser Toten von Swafnir zurückkehrt auf die, ins Sein? Er wäre nicht wieder derselbe wie früher. Wäre auf jeden Fall nicht gut. Und man würde sich groß fragen, warum. Und das ist eine andere Frage. Und vielleicht ist dem Lied auch irgendetwas passiert bei seinem Fall aus dem Himmel. Dem sollten wir auf jeden Fall nachgehen, bevor Arantalva sich dieses Seelenlied einverleibt und Macht daraus ziehen kann. Meine Hoffnung ist, der Angriff gegen euch, das zeigt, wie verzweifelt er ist, dass er, verzeiht, so Unwichtige wie euch versucht auszulöschen. Naja, dann scheinen wir ja nicht so unwichtig zu sein. Richtig. Ich werde auf jeden Fall meine Klinge scharf halten. Ich habe gesehen, wie einer seiner Diener die Gestalt wandeln konnte. Das sagt er selbst, ich bin mir unsicher. Gruselig. Dann sollten wir uns vielleicht auch etwas absprechen und, weiß ich nicht, ein Zeichen ausdenken oder ein Schlüsselwort. Vielleicht erzählt jeder etwas aus seiner Vergangenheit, was sonst keiner weiß, um im schlimmsten Fall der Fälle sicher zu gehen, dass wir sind. Das ist gut. Das würde ich absprechen mit eurer ganzen Reisegruppe. Ich werde außerdem schauen, wenn ihr morgen aufbrecht, dass ich euch ein bisschen Proviant noch zur Verfügung stelle und mal in den tiefen Kisten und Regalen der Akademie suchen, ob wir irgendeine Verbesserung haben für euren langen Weg. Gerne. Wenn ihr noch irgendwelche Möglichkeiten habt, unsere Waffen zu verbessern oder irgendwie wirksamer gegen solche Kreaturen wie diese Spinne zu machen oder so. Licht hat ihr geschadet. Vielleicht irgendwas. Also meine Bolzen kriege ich brennend. Bei dem Schwert müsste ich mir noch was überlegen. Der Mond und das Licht sind die natürlichen Feinde dieser Wesen. Hoffen wir, dass Feuer gegen Vampire besser, Felamia. Felamia. Gegen Felamia besser funktioniert als bei menschlichen Vampiren. Sonnenlicht und Mondlicht. Naja, in der Nacht werden wir kein Sonnenlicht haben. Von der müssen wir uns für die Nacht was überlegen. Und wenn es bewölkt ist, dann haben wir auch Probleme mit Mondlicht. Und ich als Mondschatten bin dann aufgeschmissen. Wie gut, dass jemand, der dem Gott des Schattens anhängt, euch begleitet. Perfekt. Genau, Aricio, könnt ihr vielleicht als Geweihter irgendwas tun, um uns generell Werfter zu machen oder sowas? Du fragst den Fex-Geweihten, ob der dir einen Rondra-Segen spendet oder was? Was für ein Rondra-Segen? Also wenn, dann wahrscheinlich ein Fex-Segen. Ja, aber du willst doch wehrhaftiger werden. Ja, aber wenn es ein Fex-Segen auch hilft. Kannst du dein Schwert besser verkaufen? Nein, aber vielleicht trifft es häufiger glücklich. Was? Glücklich? Wie? Pass mal auf, Kollege. Ich glaube, wir machen das so. Ich gebe dir einfach jetzt mal deine Geldbörse wieder, die ich dir gerade zu Anschauungszwecken geklaut habe. Hä? Und dann sind wir quitt, ja? Ja, bitte. Und tu das nie wieder. Das kann ich dir nicht versprechen. Aha. Ich behalte dich im Auge. Aber keine Sorge, ich werde dich nicht betrügen. Das ist nicht mein Ding. Zumindest, wenn es nicht sein muss. Mhm. Danke. Aricio, du bist auf jeden Fall ein Spaßvogel. Haha.
Dann sehen wir uns morgen. Ruht euch aus. Bis morgen. Grusame Träume. Ja, Lubin ist definitiv schon beim zweiten Bier angekommen, wenn er sich selber eins geholt hat und von Alricio noch eins bekommen hat. Ich suche mir meinen Baum, unter den ich mich legen kann zum Schlafen. Da gibt es ja das genug doch, Bäume, ja. Ja, das werden auf jeden Fall heute Nacht sehr schöne Träume. Immerhin scheinen wir auserkoren dafür zu sein, gegen irgendwelche göttergleichen Wesen zu kämpfen. Was soll da schon schiefgehen, nicht wahr? Mehr als noch mehr Elfenvampire kann ja nicht passieren. Prost. Also wenn es nach mir geht, brauche ich gar keine. Habe ich die Dosis an Vampiren für mein Leben schon mehr als genug über. Also Lumin könnte jetzt auch nochmal bei den ganzen Gehörten auch nochmal dieses Märchen einfallen, was dein novadischer Erzieher dir mal gesagt hat, was du eigentlich immer über Vampire gesagt hast, aber da war ja auch von Schattenwesen halt die Rede. Ja, das passt jetzt immer sehr, sehr gut. Gut, dass du es für den Brentaro jetzt auch nochmal gesagt hast. Der hat da jetzt gerade nicht dran nachgedacht. Wenn ihr euch dann noch ein bisschen Reisegepäck zusammenstellen wollt, müsstet ihr mir jetzt nochmal irgendwie sagen, was ihr genau mitnehmen möchtet. Einmal noch etwas, jetzt vielleicht doch mal ein bisschen was Systemdingensrelevantes reintun. Also dadurch, dass ich Lumin gerade so veräppelt habe, habe ich versucht, ihm tatsächlich einen Glückssegen zu spenden. So dass er sich jetzt wahrscheinlich, also ich würde das jetzt einfach mal so übersetzen, dass er sich jetzt beim Besorgen dieser Sachen besonders gut anstellt. Also. Danke. Ich habe leider kein Geld. Achso, hier gibt es ja auch eh keinen. Man muss doch hier eh nicht mit Geld sein, dachte ich, in dieser Stadt. Genau, tauschen, ja. Ja, man kann auch tauschen. Oder einfach höflich fragen und hoffen, dass man was bekommt. Ich bräuchte ein paar neue Pfeile, denke ich. Und wir sollten auf jeden Fall essen, Heilkräuter, Wasser. Breit ist denn der Fluss hier? Das ist noch so ein Bach oder kann man da noch drauf mit dem Boot fahren? Also noch könnt ihr auf dem Boot fahren. Hier an der Stelle, wo Gerasim ist. Ich finde ja, wir sollten so weit wie möglich mit einem Boot fahren. Kollege, wie willst du die ganze Zeit flussaufwärts mit dem Boot fahren? Bist du noch nie gerudert? Ist jetzt nicht so meine Stärke, auf Booten zu fahren. Warum sollte ich mit voller Armkraft gegen eine Strömung anrudern, wenn ich auch einfach an dessen Ufer langlaufen kann? Boot fährst, Landratte. Ich weiß, wo ihr eure dicken Arme her habt, Torvaler. Ich weiß, wo ihr eure dicken Arme her habt. Von Nachdenken kann es nicht kommen. Von nichts kommt nichts. Naja, ich werde mich auf jeden Fall sehr an Shayariel halten, wenn es um die Zusammenstellung von Reisegepäck geht, denn ich habe überhaupt keine Ahnung von Wildnis und Snorri hat gerade nicht dazu beigetragen, dass ich ihm vertraue, was Überlebenstaktiken angeht. Könnt ihr als Menschen denn unter und auf Bäumen schlafen? Vielleicht brauchen wir noch ein paar Seile, Matten. Braucht ihr sowas wie Zelte vielleicht? Also ich kann ja überall schlafen, aber ich denke, das könnte euch schon stören, wenn es Gewitter gibt. Ich würde ein Zelt bevorzugen. Ich klettere nicht gerne auf Bäume. Es sei denn, das ist da gefährlich. Wenn sich die Wege ändern, ändert sich vielleicht auch der Boden. Manchmal, wenn Tiere in der Nähe ist, ist es sinnvoll, vielleicht eher auf den Bäumen zu schlafen, statt unten. Okay, Seile. Wir sollten auf jeden Fall Zelte, Vorräte, weiß ich nicht, wenn es in die Salamandersteine geht, vielleicht irgendwas sowas wie Kletterhaken, Seile oder irgendwie sowas, wie Snorri schon gesagt hat. Ich weiß nicht, wie verschneit es da ist. Brauchen wir vielleicht auch sowas für unter die Schuhe, dass wir nicht ausrutschen? Passende Kleidung wäre auf jeden Fall nicht schlecht, dass wir auch bei kälteren Geschichten klarkommen. Ansonsten würde ich noch mal gibt es hier einen Schmied eigentlich in Gerasim bestimmt, oder?
Würde ich zu ihm noch gehen und schauen, ob man vielleicht noch Kleinigkeiten findet, bestimmte Bolzen, die vielleicht interessant sind, um damit die Armbrust etwas vielseitiger einsetzbar zu machen. Also das, oder in deinem Fall Pfeile. Das, was euch am schwierigsten erscheint bei jetzt beim Zusammenstellen eurer Reiseausrüstung, ist, dass ihr sehr schnell an den Punkt kommt, dass ihr einen riesen Rucksack auf eurem Rücken hakt. Oder ein Zelt und Matten und Seile und Haken und Ösen und Fischerausrüstung und keine Ahnung, was drin ist. Und dass 2, 3, 4, 5 Garnituren unterschiedliche Kleidung für alle möglichen Sachen, dass der Rucksack nach oben hin überquellt. Und zumindest für Alricio und für Shayariel ist dann ziemlich schwer ist, diesen Rucksack überhaupt noch hochzuheben. Geschweige denn damit einen Gewaltmarsch quer durch die Wildnis zu machen. Ich glaube, Magister Silberhaar wird da auch keinen Rucksack tragen können. Und sehr adeptet hast ja jetzt nicht mit 2 Rucksäcken durch die Gegend laufen. Also wir müssen schon aufpassen, dass das, was wir mitnehmen, auch tragbar ist. Also ich, ja. Wir lassen uns auch 2 ein Zelt teilen oder 3. Oder vielleicht nehmen wir uns Zelt. Vielleicht nehmen wir uns so eine Zeltplane, um uns gegebenenfalls vor Wasser zu schützen, wenn wir nichts Passendes haben. Und vielleicht ein paar Hängematten oder so, dann bräuchten wir nur ein paar Bäume oder und die sind leichter zu verstauen. Irgendwas sowas in der Richtung? Man merkt, dass du adelig bist. Du versuchst, ums Verrecken bequem zu schlafen, ja? Möglichst, ja, warum nicht? Was daran verkehrt? Es ist schwer. Naja. Für jeden Seil ab auf den Baum. Langt ist sicher vor Wölfen und Bären, den meisten Bären. Aber wie will man auf einem Baum schlafen? Augen zu. Indem du dich festbindest. Ha. Und wer bindet mich dann fest? Ich mich selber? Dann hoffe ich, dass meine Knoten halten. Wir haben doch einen Torwaller dabei. Ich sag dir, wie das geht. Ich kann dich auch festknoten, wenn du magst. Nur dann musst du dir überlegen, wie du das machst, wenn du nachts mal, naja. Und was machen wir, wenn wir keine Bäume haben? Irgendwas findet man immer. Also ganz ehrlich, kennst du das Konzept Schwerkraft? Oh ja, gerade auf einem Baum. Ja, und wenn du keine Bäume hast, funktioniert das auch blendend, um sich einfach zum Schlafen zu legen. Funktioniert super. Ich werde mir dennoch mal meine Hängematte mitnehmen. Vielleicht brauchen wir einfach Nachtwachen. Das heißt, dass wir dann auch in der Steppe schlafen können und einer passt auf die wilden Tiere auf. Auf jeden Fall sollten wir das tun. Aber falls es kalt wird, vielleicht doch irgendwie decken. Wobei mir wilde Tiere noch am wenigsten Sorgen machen, sondern mehr Räuber. Ja, gut. Die sollen mal kommen. Ich schiele zu meiner Axt. Wie ist es mit Verbandszeug? Sollten wir auch mitnehmen. Wir haben, glaube ich, keinen Heiler unter uns. Oder hat jemand Heilfähigkeiten? Aber wir sollten vielleicht wenigstens für das Nötigste gerüstet sein. Also ich habe bei meinen Geschwistern zwar schon mal irgendwie Händchen gehalten oder sowas, aber als Arzt würde ich mich nicht bezeichnen. Ich kann ein bisschen Heilzauber, aber... Dabei, also. Ja. Kann Heilsegen sprechen. Ich kann ein bisschen was, ja. Gut, das ist doch schon mal gut. Da brauche ich eure Hilfe. Wir hatten immer irgendwen auf dem Schiff, der das konnte. Ich habe es nie gelernt. Ja, ihr Torwaller seid eher so ein bisschen was wie Anti-Heiler, ne? Also, ihr macht eher Beine kaputt, habe ich mal gehört, anstatt sie wieder zusammenzuflicken. Wenn wir eine Plus sind, brauchen wir nicht so viel Wasser mitnehmen. Das heißt, wir finden vielleicht Wasser ja auch in den Bergen und an Quellen. Das heißt, da können wir nochmal Gewicht sparen. Da würde ich eher gucken, dass wir Essen mitnehmen und Wasserflaschen. Und vielleicht ein bisschen für eine Tagesration und immer auffüllen zwischendurch. Da vertraue ich ganz euch. Hm. Ich bin in einem Wald genauso zu Hause wie... Notfalls können wir auch Tau morgens sammeln. Das sollte hier in dieser Gegend kein Problem sein. Ja, schreibt euch das mal auf, was ihr irgendwie alle mit euch mitnehmt, was so besonders ist. Also nicht ein
diese üblichen Sachen, irgendwie 10 Meter Seil und so, das, nee, gehe ich mal davon aus, dass das jeder von euch mitnimmt. Aber was ihr halt an besonderen Dingen noch irgendwie mit dazu packt, das schreibt euch am besten ein bisschen auf. Könnte ja irgendwann mal relevant werden. Als erstes schreibe ich mal meine Hängematte auf, ja. Ja, kann ja mal, wie gesagt, besondere Zeug halt, werden. Ne? Ja, und wenn ich befürchte, diese Hängematte wird im Plot noch eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht. Ja. Verdammt, hätten wir doch eine Leiter. Warte mal, wenn wir das eine Ende von meiner Hängematte oben hinkriegen. Die Hängematte wird der Grund sein, warum die Waldelfen uns nicht erschießen. Nein, sie sind zivilisiert. Ich glaube, die finden das lustig. Ich weiß es nicht, aber ich bin auch derjenige, der im Zweifel sein Zeug selber tragen kann. Also glücklicherweise muss ich dafür keinen überreden. Also, ich würde einfach wirklich, ich meinte das sehr ernst, ich würde Wort für Wort auf Shayariels Anweisung achten und würde gegebenenfalls mir einfach von ihr Sachen in die Hand drücken lassen, die ich dann trage, fertig. Ja, ich würde auch anbieten, gegebenenfalls gerade wenn es, also spätestens dann, wenn es darum geht, okay, wir ziehen jetzt los und jeder nimmt seine Sachen und ich sehe, wie zum Beispiel so ein Silberhaar seinen Rucksack nimmt oder so und dabei schon Probleme hat, so spätestens da würde ich nochmal interagieren und sagen, hey, komm, ich kann auch nochmal einen Rucksack mehr oder so nehmen. Da würde ich schon gucken, dass ich da gegebenenfalls unterstützend Hilfe leiste. Ja, auch. Gut, dann ist das bei euch, dann verbringt ihr den Rest des Tages damit, irgendwie einkaufen zu gehen, beziehungsweise euch den Proviant und sowas zu beschaffen. Und am nächsten Morgen geht dann die milde Frühlingssonne auf und vertreibt den morgendlichen Nebel aus der Stadt. Und der Tag verspricht, schön zu werden. Aufbruchsstimmung liegt ebenfalls in der Luft, denn ihr seht schon ziemlich früh auf dem Platz vor eurer Unterkunft. Das hört ihr Anastasius Silberhaar rufen. Adaptatasia, ich bitte um mein Reisegepäck. Und wenn ihr dann irgendwie nach draußen tretet, seht ihr, wie die treue Assistentin dem armen alten Mann einen riesigen Rucksack hinten überzieht. So eine Kiepe. Und ebenfalls ist die andere, die Elfe von gestern, die andere Spektabilität irgendwie anwesend und umarmt den alten Mann noch einmal ziemlich mütterlich und flüstert Adeptatasia noch etwas ins Ohr. Gilberto steht ebenfalls da mit einem großen Rucksack und auf seinen Magierstab gestützt. Und dann kommt Magistra Mondglanz nochmal zu euch und meint dann zu euch noch, passt mir gut auf den alten Mann auf. Und ihr könnt tatsächlich eine kleine Träne in ihren Augenwinkeln sehen. Dann sagt sie etwas lauter zur gesamten Gruppe, die Elfen des Waldes werden es euch nicht leicht machen, das Sanamandra zu betreten. Sucht unterwegs nach Unterstützung, wo ihr sie finden könnt. Ich habe euch hier noch etwas aus den Vorräten der Akademie zusammengesucht. Vielleicht hilft es euch. Und dann überreicht sie Alricio einen Ring aus Holz mit Elfenbeinintarsien verziert und einem Amethysten. Snorri bekommt ein paar feine, aus Wildleder gefertigte, mit hübschen elfischen Mustern und Schriften verzierte Stiefel. Lumin bekommt ein kleines Schächtelchen. Wenn er es öffnet, ist darin ein Gwenfetrylstein, der grünlich vor sich hin leuchtet. Immer kriege ich die Schachteln. Aber gut, ich würde mich natürlich bedanken. Ja, der Gwenfetrylstein hat außerdem noch ein paar elfische Muster und Zeichnungen eingeritzt und ist mit so einer silbernen Fassung umgeben.
Und Jayariel bekommt von Magistra Mondglanz ein ganz besonderes Geschenk. Und sie erzählt dazu eine kleine Geschichte. Als meine Mutter Chalaya noch eine junge Elfe war, das muss unglaublich lange her sein, wenn ihr jetzt richtig gestern richtig verstanden habt, dass sie schon so alt ist, fand sie in den Salamandersteinen ein seltsames Stück Holz. Es war bearbeitet und hatte die Form eines Winkelkreuzes mit einem Loch am Kreuzungspunkt der Holzplanken. Es fühlte sich federleicht an, als schwebe es von alleine. Und in der Tat, ließ sie es fallen, sank es gemächlich wie eine Feder zu Boden. Wenn aber Luft durch das Loch in der Mitte drang, man sich also bewegte, so schlug der kleine Holzzeiger, der am Loch angebracht war, in eine Richtung aus. Meine Mutter ritzte Ziffern in das Holz, die nun recht exakt die Meilen angaben, die man in einem Zeitraum einer Stunde mit der derzeitigen Geschwindigkeit bewegt. Auch war sie mit dem Kreuz im Gepäck stets ausdauernder und schneller unterwegs. Einmal habe sie es gar schweben lassen. Über die Jahrhunderte verlor es nie an Kraft. Dieses Geschenk soll euch auf der Reise begleiten. Vielen Dank für Herzlichen die Geschenke. Dank. Dankeschön. Ich zeige dir nochmal den Ring. Gibt es dafür auch eine Betriebsanleitung? Die lächelt dich an. Willst du es dir so einfach machen oder möchtest du deinem Gott gefällige Rätsel daraus lachen? Ich sehe, was du vorhast. Alles klar. Ich hätte gerne die einfache Variante. Kann der Stein mehr als schön leuchten? Kriegt vor mir einen auf den Hinterkopf. Ach, was denn? Sagen wir so, Aricio, vielleicht solltest du nicht so viel daran rumspielen, wenn er auf deinem Finger ist. Nicht zu viel verraten, nicht zu viel verraten. Um nochmal auf den Stein zurückzukommen. Nochmal Hinterkopf. Diesmal weicht er aber aus. Der Stein sendet Licht dahin, wo das Licht nicht ist. Wenn Petryl leuchtet im Dunkeln von sich aus. Und vielleicht kann es sein, dass das Licht nochmal verstärkt wird, wenn man es braucht. Gut zu wissen. Ich denke, es wird uns gute Dienste leisten. Ich zeige auf die Stiefel und gucke fragend. Kennt ihr das Märchen von dem kleinen Gnom mit den Stiefeln, der besonders schnell und weit laufen konnte? Ist das denn Torvald bekannt? Ich habe es auf einer meiner vielen Reisen gehört. Aber das ist viele Winter her. So alt sind die Schuhe noch nicht aus. Ihr solltet, wenn ihr die Hacken zusammenschlagt, mindestens einmal in der Woche ziemlich schnell unterwegs sein können. Dankeschön. Übrigens, Alicio, ohne das so schnell das Rätsel kaputt machen zu wollen, wie gesagt, passt auf. Bei ihm funktioniert es einmal in der Woche. Bei ihm sogar fast immer. Bei euch verschwendet es nicht. Und ich kann euch für das Auslöser für das Rätsel noch einen Spruch an die Hand geben. Manchmal ist man hier und dann blinzelt man und dann ist man woanders. So, jetzt reicht's aber mit den Tipps hier. Herzlichen Dank. Sie nickt.
Ich lehne mich so ein bisschen zu Alrici runter. Ich hoffe nicht, da ist so ein komischer Reisezauber, wie Horatio schon mal bei mir gemacht hat. Der ging, schlägt mir ein bisschen auf den Magen. Ich hoffe, dass es genau der ist. Obwohl ich keine Ahnung habe, wovon du redest. Ich ziehe da meine Stiefel an. Lassen die angegossen, obwohl sie vorher ziemlich klein aussahen. Machen auch einen schlanken Fuß und fühlen sich echt bequem an. Ich schaue mal auf meine Füße und guck mal, meine Stiefel sind ja auch schon ein Jahr alt. Da hätte ich mir vielleicht vorher drüber Gedanken machen sollen. Vielleicht bräuchte ich noch ein paar neue Stiefel. Tja, vielleicht tauscht ja der das noch. Nein, nein, der alte Herr darf gerne die Schuhe haben, die ihm leichter machen zu laufen, das ist schon okay. Aber vielleicht guck du mir vorher nochmal oder bei nächster Gelegenheit oder so, vielleicht mal noch einen Satz neuer Stiefel, aber die werden es jetzt noch tun. Also wenn ich so auf die Karte gucke, wird die nächste Gelegenheit nicht kommen. Ja, das geht schon. So abgelaufen sind sie noch nicht. Naja. Ich war zwischenzeitlich mal beim Schuster. Okay, dann schaue ich mal, ob ich noch irgendjemanden was abnehmen kann, der etwas überfordert mit seinen Sachen aussieht. Ich gucke da etwas genauer wahrscheinlich zum Silberhaar. Nee, nee, du hast, deine Hand war zu oft auf Tuchfühlung mit meinem Hinterkopf. Du kannst mal selber tragen. Also der sieht mit seinem riesen Kiepe ziemlich munter aus. Okay. Dann frage ich. Hat auch mit Abstand den größten Rucksack von euch allen. Dann frage ich die Adepta mal. Hat wahrscheinlich Movimento oder irgendwie sowas drauf, keine Ahnung. frage ich die Adepta, kann ich euch noch irgendwas abnehmen oder geht's? Sehe ich so aus, als ob ich Hilfe brauche? Nein, aber deswegen frage ich ja. Ich kann mein Gepäck schon selber tragen. Sehr löblich. Dann. Ich strahlt übrigens über beide Backen und ist irgendwie ein bisschen hibbelig, dass es jetzt gleich losgeht. Außergewöhnlich von Magier. Gilberto klopft dir so auf die Schulter. Kommst du gut klar mit dem Gepäck? Oder soll ich da noch was dran machen? Fragst du mich? Ja. Ich hab's mir ausgesucht. Ich werde schon klarkommen. Also den beiden anderen hier, also Cassia und Silberhaar, habe ich geholfen. Ja, hast du verstehst, denen was geholfen? Ich meine. Zwinkert dir zu. Nein. Ist ja gut für das Feuerholz. Nein. Das Feuerholz? Was? Wie? Wo? Ich sehe es als Training an. Schon okay. Ah, ich verstehe. Richtig weidnerisches Marschtraining. Korrekt. Wer rastet, der rostet, nicht wahr? Aber was hast du denn damit gemacht? Wieder irgend so ein Hokuspokus? Bewegungsmagie. Aber wir haben doch gelernt, ich bin doch Leiter der modernen Bewegungsmagie, nicht wahr? Da werde ich ja wohl seinen Rucksack stemmen können. Ja. Die hat so ihre Grenzen. Na, meine habe ich noch nicht. Daran, wenn wir die Salamandersteine hochklettern, ob du das kannst. Dazu müssten wir erstmal dorthin kommen und das sind noch einige Tage. Na dann. Keine falsche Mühe vorschützen oder wie man diesen Spruch da nennt. Ja. Lumen marschiert stramm vorne weg und dreht sich kurz um. Gehe ich in die richtige Richtung? Adepta Tassia läuft hier sofort hinterher. Kennt jemand den Weg? Ich überlege mal. Snorri. Alle gucken sich so gegenseitig an. Snorri hat doch die Karten und hat sich den Weg eingeprägt. Großartig. Genau. Wenn ein Torvaler dir den Trupp anführt, dann kann schon mal nicht. Also am Anfang müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, Wasser entlang gehen, oder? Da kann schon mal nichts schief gehen. Dann Snorri, vorneweg. Die grüne Ebene, dem Flusslauf entlang zur Quelle bis zu einem Turm. Und Herr Ragnarsson, meint Anastasius Silberhaar. Ihr haltet die Karte, glaube ich, falsch rum. Aber mein Richtungssinn sagt mir trotzdem, wo wir lang müssen. Da geht's lang. Na dann, lauf an meiner Seite am besten. So gut. Gut, wenn ihr beide vorne weglauft, dann Lumen würde sich nach hinten fallen lassen und quasi den Abschluss sichern. So.
aufpassen, dass keiner verloren geht. Adepta Tassia läuft auch direkt hinter Professor Silberhaar. Hilberto lässt sich so neben Alrizio fallen. Ach ja, eine Expedition. Ja, eine Expedition. Und dann noch total durchfinanziert innerhalb von einem Tag. Wahnsinn, was diese Akademie alles macht. Absolut. Eine Frage vorweg, gestern, wo wir dann hier Sachen zusammengepackt haben, ich wollte ja nochmal zum Schmied, habe ich irgendwelche interessanten Bolzen gefunden, mit denen ich Dinge machen kann? Weiß ich nicht, entweder, also ich meine ein bisschen Stoff irgendwo dran, dass ein Bolzen brennt, das kriege ich noch selber hin. Aber gibt es vielleicht noch irgendwas, was sinnvoll wäre, was der da im Angebot hat? So eine Art Enterhaken, weißt du, wo man Seil dran binden könnte, wo man irgendwas hochschießen könnte oder ja, sowas? Da findest du so, ja, aber da gibt es halt auch nur ein oder zwei von. Ja, viel mehr brauche ich hoffentlich. Im Optimalfall kletter ich ja da hoch, wo ich will, und dann mache ich den wieder los und dann kann ich ihn wieder benutzen. Ja. Okay. Wie gesagt, sollte ruhig haben alles. Ne? Schreibt euch das nur auf, dass ihr das habt. Dann marschiert ihr los aus der Stadt heraus, erstmal den Fluss entlang. Shayariel hat sich die Reiseroute gemerkt. Ja. Und Professor Silberhaar ist vorne laufend neben Snorri äußerst gut drauf. Also der läuft ziemlich fidel, zwar seinem Alter gemessen und hin und wieder mal schnaufend so, aber dann mit gutem Schritt geht er ruhig stand. Es sei denn, du schlägst die Stiefelhacken aneinander, dann bist du ein bisschen schneller als er. Ja, also Lumin auf jeden Fall komplett gerüstet, eher Leder als Metall, auf jeden Fall Metallarmschienen, Beinschienen und sowas. Er hat sein Schwert an der Seite, ihr seht jetzt auch, dass er einen Bolzenköcher am Rucksack befestigt hat und eine Armbrust auch an dem Rucksack gebunden hat. Und dann ansonsten wettermäßig gekleidet ist. Wie gesagt, dann folgt ihr erstmal dem Selsa-Bach und kommt dann Richtung Süden irgendwann auch in die hügeligen und bewaldeten Grenzgebiete zwischen den Elfenwäldern und der grünen Ebene. Und wollt ihr noch irgendwie was unterwegs auf irgendwas achten oder irgendwas noch mit den anderen besprechen oder so? Naja, irgendwann soll ja angeblich irgendeine Turmruine kommen. Also da würde er, also spät, also dann, wenn wir an der grünen Ebene angekommen sind, ab da würde Lumin auf jeden Fall mal so ein bisschen danach Ausschau halten. Ansonsten ist er halt hinten und achtet so ein bisschen auf, weiß ich nicht, also Wegelage wäre jetzt wahrscheinlich weniger, gerade wenn wir querfeld eingehen und nicht uns auf irgendwelche Pfade halten. Aber er wird schon ein bisschen aufpassen und wenn er nicht gerade irgendwie im Gespräch ist, weil ihn irgendjemand angesprochen hat oder sowas, würde er schon versuchen, so ein bisschen auf die Umgebung zu achten und aufmerksam zu sein, generell. Ich bin gerade zu Beginn der Wanderung eher angespannt und suche aktiv nach Omen für die Reise. Gerade wenn man eine Reise beginnt, kann man meiner Erfahrung nach doch durchaus kleine Deutezeichen an verschiedenen Ecken entdecken. Also ich achte so auf bestimmte Formationen, ob mir was auffällt, auf den Himmel, auch vielleicht auch so mein Gefühl. Du bist stumm. Am Anfang bist du noch sehr aufgeregt, als ihr loszieht und das Herumschauen nach
Steinformationen, nach Vogelflugrouten, nach Wolkengebilden oder so etwas. Lässt dich dann auch ein bisschen ruhiger werden, weil es so ein meditatives Element besitzt und du irgendwie das Gefühl bekommst, ruhiger zu werden, obwohl genau das, was ihr jetzt macht, ja nicht so deinem Naturell entspricht. Du gehst halt irgendwo hin, wo du dich eigentlich nicht wohlfühlst, weit weg von menschlichen Behausungen, hin vielleicht zu dir feindlich gesonnenen Elfenvölkern, die A, anders ticken als du und B, dich wahrscheinlich auch nicht da haben wollen, wo du hin willst. Und du bist ja noch unsicher, inwiefern diese Auseinandersetzung, die du mit Shayariel recht gestern hattest, ob du das so aus deinem Innersten rauskriegst, irgendwie so diesen Widerstand gegen die elfische Weltsicht, falls ihr mal mehreren Elfen begegnen solltet. Und du bist ja am Anfang sehr, sehr unsicher, ob das denn der Weg ist, den Fex für dich vorgesehen hat. Weil es dich jetzt genau dahin zieht, wo du nichts zu suchen hast. Zumindest sind das so die ersten Gedanken. Aber wenn du dann irgendwie so in den Wolken, die Wolkenbilder irgendwie errätst, ein bisschen irgendwie da und hier Strom hast und überlegst und mit deinen Gedanken beim Wandern irgendwie allein gelassen wirst und auch mal ein bisschen das ausblendet, was Castellani so neben dir mal versucht, an Gesprächsfetzen anzufangen. Und du ihm dann ziemlich schnell irgendwie zukommen lässt, dass du gerade mit was anderem beschäftigt bist. Und je länger du irgendwie an seiner Seite läufst, und je meditativer der Weg wird und das Wandern wird, desto angenehmer wird diese Erfahrung für dich. Hinterlässt irgendwie so ein immer noch ein Aufgeregtsein, aber eher so ein positives, ein Abenteuer. Und vielleicht tritt an die eine Stelle in deinem Herzen, wo noch die Unsicherheit war, ob du als Jünger des Fex überhaupt irgendwas in der Wildnis verloren hast, tritt irgendwann so ein altes Reiselied, so was so in deinen Hinterkopf schießt, als du so im Überlegen in den Himmel schaust und dann in der Ferne einen Regenbogen siehst, der sich über den Fluss spannt. Und dann denkst du dir so, ja, der Halbgott Avis hat ja auch was mit deinem Vater zu tun. Mit seinem Vater. Und so weit weg ist Avis gar nicht in diesem Augenblick. Und vielleicht hängt er die nur an und zeigt dir den Weg, wie er das immer schon mit den Reisenden getan hat. Und in der Nacht, unter dem Sternenzelt, in dem Moment denkst du an die Zeltplanen, die ihr mitgenommen habt. Vielleicht ist das Sternenzelt das Einzige, was man braucht. Ja, ich habe überhaupt keinen Zeltplan mitgenommen. Ich schon. Und nicht gegen die Kälte. Ich habe auch Tarps mit. Ja, wir haben Decken und Zeltplan, Tarps mit. Die Sterne weisen einem doch den Weg. Immer. Überall. Und als da, wo du den Regenbogen dann sehen kannst, kommt so eine vielleicht unnatürliche Wärme in dir hoch, die du aus den Stiefeln hochzieht, deinen Gang leichter macht und erst dann hörst du wieder das x-te Quäntchen, was Castellani wieder versucht irgendwie anzufangen. Also damals in Grangor, wie war das denn da mit diesem Schächtelchen? Ihr habt mir das nie in völliger Gänze erzählt. Ja, was genau wollt ihr denn wissen? Naja, wie konntet ihr da so einfach auf dieses Schiff gelangen? Ach so, ihr wollt meine Techniken erfahren. Wenn es denn Techniken sind? Naja, ihr habt mich beauftragt, ein professionelles Werk
zu vollziehen, einem professionellen Handwerk nachzugehen. Ich bin diesem professionellen Handwerk nachgegangen. Ich bin da eingestiegen. Wollt ihr wissen, wo der Typ das aufbewahrt hat oder was? Hm. Ich wäre eher daran interessiert, wie jemand wie ihr auf, also wie macht man das, dass man versteckte Dinge aufspürt? In all der Schnelle, die ihr das geschafft habt. Ist das nur die Gunst des Fex oder steckt da mehr dahinter? Jahrelanges Training. Ah, verstehe. Also Fex schenkt den seinen ja auch nicht unbedingt immer im Schlaf. Hm. Das heißt, nicht umsonst hilft selbst, dann hilft der Fex. Klar kann ich auf eine gewisse Gunst zurückgreifen, wenn denn mein Handeln Fex gefällig ist. Aber ansonsten, wie sieht denn da ist viel Instinkt bei, zum Beispiel. Wie sieht euer Orden denn die Magie? Ist das Betrug an diesem Prinzip? Nee. Also, ob ich jetzt zur Erfüllung meiner Aufgaben zu einem Hammer, zu einem Dolch oder zu einem magischen Spruch greife, ist erstmal nur ein Werkzeug, das meiner Aufgabe dienlich ist. Mhm. Wobei, ihr solltet nicht dem Irrtum verfallen, mein Wort als repräsentativ für das Wort meiner Kirche zu sehen. Ich nicht? Würde mich, nein. Wir sind nicht die Preiskirche. Wir, also, verfassen keine Abhandlungen, wie etwas zu sein hat. Naja, aber die Hierarchien sind eher flach. Da ich ja nun mit euch unterwegs bin, zählt euer Wort an dieser Stelle wohl ziemlich viel. Ja, ich würde durchaus behaupten, dass ich aktuell die absolute Kapazität der Fexkirche in den Elfenwäldern bin. Das gefällt mir aus irgendeinem Grund, ja. In aller Bescheidenheit natürlich. Weiter vorne hört man Anastasius Silberhaar mit Snorri reden. Sehr schön, sehr schön. Dass ihr an die Karten gedacht habt, das ist ja hervorragend. Ich hatte gestern Abend noch die Idee, sie auszuleihen, und dann waren sie schon ausgeliehen, und ich dachte mir, von wer könnte das schon wieder gewesen sein, der unsere Expedition sabotiert? Aber dass ihr jetzt hier ankommt und hervorragende Arbeit, muss ich mal sagen. Ja. Euer Erfolg ist ständig gut vorbereitet. Das habe ich auch schon jedes Mal, wenn ich mit den Ulporter Magiern zu tun hatte, immer gemerkt. Die bestvorbereitetsten DiskussionspartnerInnen. Ich freue mich einfach noch einmal auf eine große Reise zu gehen, noch auf ein großes Abenteuer zu gehen. Und natürlich nehme ich dann eine Karte mit. Ich hätte es mir auch echt nicht verzeihen können, wenn ich diese Gelegenheit, einmal in die Salamandersteine zu reisen, nicht wahrgenommen hätte. Wusstet ihr, dass das der Platz ist, an dem die mythische Gestalt Simia das Sein betreten haben soll? Wir hörten davon. Ja. Habt ihr euch angeschlichen? Ich habe meine Ohren überall. Ja, ich vergesse manchmal, dass diese spitzen Öhrchen etwas mehr hören, als sie sollen. Adapter Tassia boxt ihm so ein bisschen in die Seite. Jetzt seid aber doch nicht so ungehobelt zu der Dame. Verzeihung. Ich wollte damit nicht ausdrücken, dass ihr... Ihr solltet einfach ein bisschen leiser reden, dann kann ich eure Gespräche besser überhören. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Also vielleicht mischt ihr euch einfach mit ein. Was könnte man denn noch... Was weiß denn euer Volk von den Geschehnissen damals? Ja, von welchen jetzt? Von dem ins Licht treten? Oh, wisst ihr, wie das geht? Nein. Nein, ehrlich gesagt, schade. Vergessen wir das auch ein bisschen, weil das uns an den großen Schmerz erinnert, dass wir es überhaupt getan haben. Wenn wir uns ja zurücksehen, danach wieder ins Licht zu gehen. Deswegen... Ja, es ist für aber uns. Aber das soll ja nicht mehr möglich sein, nicht wahr?
Ja, es soll nicht mehr möglich sein. Aber wir haben die Hoffnung trotzdem nicht aufgegeben. Verstehe, verstehe, verstehe. Also mich hat ja immer fasziniert, diese Gegend, die Salamandersteine. Ja. Man hat immer gesagt, nein, Anastasius, du darfst dort nicht hin. Da sind die bösen, spitzohrigen Waldelfen. Und ich habe immer gesagt, ach, so böse können die doch gar nicht sein. Ich bin doch ein ganz netter Mensch. Was sollen die denn gegen mich haben? Nicht wahr? Ja, absolut, aber eben ein Mensch. Ah. Ja gut, das kann ich jetzt auch nicht ändern. Also ich könnte natürlich zwecks magischer Thesis mein Äußeres verändern, aber ich glaube, an der Art, wie ich rede und mich verhalte, könnte man durchaus herausbekommen, zu welchem Volk ich zähle. Ich meine, wenn ich mir jetzt rotes Wirklich. Fell sprießen lasse, bin ich auch nicht ein Goblin, nicht wahr? Nein, man würde das wahrscheinlich sehr, sehr schnell merken. Ah. Und dann werden die Waldelfen wahrscheinlich noch erzürnter Einer der angesichts der Täuschung. Eleven hat sich einmal in einen Ork verwandelt und wir haben 2 Tage gebraucht, bis wir ihn wieder zurückverwandelt haben. Ist denn in eurer Sippe das Gestaltwandeln verbreitet? Ich hörte, dass man sich in sein Seelentier verwandeln kann. Ja, das geht, aber nur mit großer Verbundenheit. Und auch nur, wenn man sein Seelentier schon kennt und gefunden hat. Das haben ja nicht alle. Das wäre wohl mein Seelentier. Was ist euer Seelentier, Herr Snorri? Der Walfisch? Wenn man das so sagen mag, dann bestimmt. Dann bestimmt. Also, ich gucke auf meinen Arm, wo der Wal drauf ist. Und da hinten habe ich auch noch einen unter dem Rucksack. Na ja, gut. Zwafniers Symbole am Leib zu tragen, ist mir eine große Ehre und Freude. Aber dann ist es doch eher eine Ehrerbietung eurem Gott entsprechend und nicht euer Seelentier. Ach. Wenn ich euch so anschaue, vielleicht ein zweizähniger Kopfschwänzler? Was ist das für ein Tier? Ja, ein zweizähniger Kopfschwänzler. Ein großes. Ihr habt doch die Phileason-Saga gehört, oder nicht? Dieses Tier, was sie damals gejagt haben, dieses riesige, graue Ding mit diesen riesen Zähnen und diesem Schwanz im Gesicht. Dieses Ding, ah, ja, natürlich. Oh, es ist so viele Winter her. Ich War sehr bin stark. kein guter Leser. Nicht. Kann einfach nicht gut lesen und dann Reptatassia, erzählen die Leute der das. Torvaler kann nicht lesen. Ist das so? Aber dann wissen wir ja, was wir jetzt ihm beibringen können auf der langen Reise. Weil Sorry, Riccio Mutter, sieht, wie es das neben so ihm so. dunkel, wie furchtbar. Castellani reibt sich so wie die Stirn. Nein. Also Lesen ist ja wohl eine Grund. Also gibt es keine Schulen in Torval? Ich kann Runen, aber wer braucht denn Buchstaben? Also Runen sind doch auch Modernes sowas Zeug, wie. nein. Sind doch auch sowas wie Buchstaben. Ja, aber wenn ich das eine doch ein bisschen kann, wieso soll ich denn das andere noch können? Naja, wenn ihr Schrift lesen könntet, könnt ihr jetzt zum Beispiel lesen, was auf euren Stiefeln steht. Ja, aber das sieht doch hübsch aus, das reicht doch. Ja, das ist eine Und Schrift. im Zweifelsfall Da könnte kannst jetzt du ja auch nicht mehr stehen, wer diese sagen. Stiefel trägt, ist doof. Aber das wird da nicht hin. Was steht da? Ja, also ist ja nicht wichtig, was da steht. Das ist ja vielleicht schon wichtig, aber ich kann es halt nicht lesen. Aber Wer ich kenne diese doch Leute, die Stiefel es lesen trägt, können. ist. Junge Dame, Tasja, könnt ihr mir das vorlesen? Kannst du Jawohl. mir das vorlesen? Kann ich? Soll ich?
Ich würde mich freuen. Also, ihr diese ersten geschlingelten Linien da, ja, der diese die Stiefel trägt, heißt das. Aha. Dann dieses Wort da könnte man übersetzen mit ist. Also es bezeichnet denjenigen, der die Stiefel trägt. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil die grammatikalische Form, und jetzt hast du leider einen Vortrag über elfische Grammatik gewonnen. Ich denke, du als Theologe kennst Griechisch-Dozenten, wenn sie so in ihrer Grammatik schwelgen, also stellst dir genauso vor. Da hat jemand auf Elfisch eine sehr rudimentäre Form des Acceleratus Blitzgeschwind Zaubers irgendwie auf dem Stiefel niedergeschrieben. Ja, wunderbar. Das dauert aber seine Zeit lang. Also du hast eine ganze Vorlesung jetzt. Und ja. Silberhaar macht immer noch sehr gut. Ja. Adepta Tassia, hervorragend. Ja. Ich sehe so aus, als würde ich versuchen, mir das alles zu merken. Ganz viele Fremdworte, die du noch nie gehört hast. Oh. Was ist denn ein Substantiv? Es ist irgendwo ganz unten. So ungefähr. Der Hilberto fließt dann irgendwann zu Lumin hoch und dann so, Lumin. Ja. Also zusammen mit der Elfe vertraue ich euch am meisten, dass ihr die Umgebung im Auge habt. Hab gehört, hier auf der grünen Ebene soll es immer mal wieder Überfälle von Goblins geben. Sind die nicht feige? Ja. Aber wir sind jetzt auch nicht so viele, also. Aber wir haben Zauberer dabei, oder? Ja. Vielleicht reicht es ja schon, einen wenn ihr alten, senilen Zauberer und eine junge, unerfahrene Zauberin. Okay, und mich? Musst du es also rausreißen? Ich denke, wenn du hier deinen Lichtzauber machst, den du schon mal hast, wenn wir in diesen nicht ganz so guten Lokalitäten eingekehrt sind, vielleicht den in, weiß ich nicht, schnell aufblitzend oder so, reicht vielleicht schon. Müssen wir mal schauen. Halt einfach mal nach diesen Dingern auszuschauen. Dadurch, dass sie so unglaublich feige sind, vielleicht schießen sie uns einfach ein paar Pfeile in den Rücken, bevor wir überhaupt merken, dass sie da sind. Ich hoffe, die Elfe unterstützt, aber ich bin auf jeden Fall, ich halte die Augen ja schon die ganze Zeit offen. Irgendwie vertraue ich dieser Elfe nicht so ganz. Sie guckt immer so, als würde sie uns nicht verstehen. Hast du eben den Vortrag von Adepta Tassia da gehört? Nein, sie guckt, sie verzieht immer so die Nase, immer wenn es um elfische Grammatik geht. Nee, das war zu weit vorne, das habe ich nicht gehört. Aber Grammatik? Warum sprechen die über Grammatik? Ja, sie versuchen gerade im Torwaller das Lesen von elfischen Schrift beizubringen. Das hast du selbst bei mir aufgegeben. Du siehst den Fehler, aber... Ich werfe euch übrigens immer böse Blicke zu, ne? Ich kann schon hören, was ihr da redet. Ich habe doch nichts Unfreundliches gesagt. Siehst du, sie guckt schon wieder so komisch. Dann als ob geh sie doch mich mal nicht hin. Leiden kann. Lumen sieht sie und dann macht er... Komm mal zu euch. Ja, wolltet ihr was von mir? Soll ich Ausschau halten nach Goblins? Ha, das ist ja schön. Guck mal, Hilberto, sie hat gute Ohren. Spitze Ohren vor allen Dingen. Seht ihr das übrigens richtig, dass ihr jetzt mittlerweile alle nebeneinander lauft? Ja, nur ich nee, ich bin wieder, ich bin weg, also weitergezogen. Genau, also ich bin ja ganz hinten. Alle und versuchen Snorri möglichst ja viel Abstand gehen. Von Snorri und dem Vortrag zu gewinnen. Also genau, sind sie ich bin quasi jetzt hinten alle hinten laufen. Bei Lumin, ja? Okay, hervorragend. Nee, Story ist noch weit vorne. Ja, das ist richtig. Aber alle anderen außer der, ne? Und aber wenn ihr das schon gehört habt, ist ja hervorragend. Also warum habt ihr die Nase gerümpft, als da drüben irgendwas über elfische Sprache? Weil die wahrscheinlich als ja, Mensch... Wahrscheinlich hat sie die Nase gerümpft, weil ihr Goblins irgendwo sind. Die stinken doch, oder nicht? Weiß ich nicht. Habt ihr schon Goblins bemerkt? Ich, Außerdem wird auch der Torwaller sein. Ich versuche, meine Sinne zu schärfen, aber ich war zu amüsiert von den Erklärungen zur elfischen Grammatik. Vielleicht sollte man die elfische Grammatik jemandem erklären lassen, der elf ist. Aber das wir ist haben... schwierig, das in menschlicher Sprache auszudrücken.
Aber Hilberto, hattest du nicht gesagt, dass, also, Entschuldigung, Shayari, ihr seid ja da. Ihr redet zweistimmig, oder? Ja. Jetzt gerade off-topic die Frage, tust du das standardmäßig zweistimmig oder wenn du mit uns, okay. Also ich rede natürlich mit euch auch eure Sprache, aber so, dass ihr mich versteht. Also nur mit einer Stimme, ja? Ja, es schwingt immer so eine andere Stimme mit, weil sie das machen die automatisch. Ne? Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Okay, gut. Die Klangfarbe dabei hört sich auch immer sehr faszinierend an. Etwas befremdlich für uns Menschen wahrscheinlich. Immer ein bisschen melodiös. Ne? Aber durchaus angenehm zuzuhören. Danke. Vielleicht kann man sich so vorstellen, dass die zweite Stimme so hinter dem gesprochenen Wort so die Sprachmelodie versucht mitzusummen. Mhm. Also so stelle ich mir das mal vor. Die singt immer die Terz drüber. Genau, richtig, ja. Kennt ihr nicht so Musikinstrumente in eurer Welt, die nicht 6, sondern vielleicht 12 Saiten haben, wo die unteren Saiten die obere Seite mittragen? So dazu, muss ich euch dazu muss ich euch sagen, ich habe viele Talente, die ich erkannt habe an mir. Musikalisch ist keins davon. Gut, dann ich kann, hast du ich das kann vielleicht bei Liedern, auch nicht so. Bei Liedern kann ich vielleicht mit brummen, das geht halbwegs. Aber ansonsten lasse ich lieber die anderen machen. Wir sollten uns aber nicht ablenken lassen, ob nicht doch irgendwo Goblins auf uns lauern. Absolut. Sollten wir ein lautes Wanderlied singen, dann damit auch die laufen Goblins die davon doch... bei eurem Gesang. Na, oh. Ja, bei eurem Gesang bestimmt. Ja, dann müsste ich aber singen und das will, glaube ich, keiner von uns. Das war doch der Plan. Das kennt, glaube ich, keiner von uns. Menschlicher Gesang ist so. Aus Weiden kommen wir, unsere, nein, nein, ich kenne keinen. Unsere Lehrer sind genauso blöd wie wir, jawohl. nein, tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich habe mich vom Singen ferngehalten. Geschichten habe ich immer gern zugehört. Geschichten werden wir jetzt aber die Goblins, glaube ich, nicht vertreiben. Nein, und wenn wir laut singen, dann werden eventuell auch Goblins, die weiter im Wald sind, auf uns aufmerksam. Das wollen wir auf keinen Fall. Seht ihr. Aber um Goblins mache ich mir tatsächlich am wenigsten Sorgen. Gut. Dann fühle ich mich da direkt besser, wenn du und Shayaril auf die Goblins aufpasst. Dann muss ich das ja nicht machen. Seid ihr denn, ich meine, immerhin reisen wir jetzt weiter zusammen. Und wir haben noch ein paar weitere Gäste. Seid ihr denn bisher schon zufrieden? Naja, also Alricio kenne ich ja schon eine ganze Weile. Mhm. Woher, wie habt ihr ihn eigentlich kennengelernt? Naja, über seine Mentoren. Und wenn Alricio so singt, dann macht Dumin auch. Über seine Mentorin. Eine gute Freundin von mir. Wie habt ihr sie kennengelernt? Bei den Hesinde-Disputen. Mhm. Hat sie euch auch den Münzbeutel geklaut? Nein, sie war da und hat einen Gastvortrag gehalten zum Thema Sterne. In dem Moment, als Lumin das gesagt hat, schaut er nach seinem Geldbeutel. Was habt ihr? Ach, nichts. Alricio macht sich nur einen Spaß daraus. Denke ich. Hoffe ich. Wisst ihr, mit Geld kann man hier in der Wildnis ziemlich wenig anfangen. Das ist korrekt, aber wir kommen ja auch irgendwann aus der Wildnis wieder raus, nicht wahr? Ja, aber dann, keine Ahnung. Und dann brauche ich eine Hängematte. Die habe ich dabei. Meine. Wir haben genau eine dabei. Eine. Ich habe eine eingepackt, ja, das ist richtig. Sagt Alicio, könnt ihr auch einen Hängematten klauen aus dem Rucksack? Das weiß ich nicht, aber ich meine, wenn er sie dann nutzt, dann kann ich sie ihm ja unterm Arsch wieder wegnehmen. Notfalls können wir aus den Decken und Seilen auch noch eine Hängematte bauen. Also wenn ich eins über die Jünger des Fex gelernt habe, sie machen das nie aus Boshaftigkeit, also klauen. Ich werde dann auch nicht aus Boshaftigkeit mitten in der Nacht einfach die Hängematte einmal umdrehen mit ihm drin. Das ist dann auch Spaß. Das klingt ziemlich boshaft. Vielleicht ein wenig, ja. Ich würde es gehässig nennen. Vielleicht ein bisschen rachlustig. Naja, Lumin, was meint ihr, was uns erwartet am Ziel unserer Reise? Ich habe ehrlich gesagt nicht den blassesten Schimmer.
Im Zweifel ein Baum, wo irgendetwas drin ist, irgendeine Entität, die singt und die wir vor irgendetwas Übleren beschützen müssten oder vielleicht erstmal wegbringen müssen. Einen Baum wegbringen? Nein, die Entität, die in diesem Baum haust oder auf diesem Baum ist oder in der Nähe von diesem Baum wohnt oder was auch immer. Ja, und dann habt ihr euch noch nie gefragt, wie man denn eine Entität aus einem Baum herausbekommt? Vielleicht ist sie da, ich mache mir erst dann Gedanken um gerade solche Sachen, die weit über meinen Verstand hinausgehen, wenn wir davor stehen und wissen, womit wir hadern. Und das, mein lieber Gulumin, ist der Unterschied zwischen uns beiden. Siehst du, und deswegen darfst du dir den Kopf zerbrechen die ganze Reise über. Und du guckst nach den Goblins und klopfst ihm auf die Schulter. Exakt so sieht das aus. Das hat bisher immer gut geklappt, diese Rollenverteilung. Das wird auch in Zukunft gut klappen. Shayari hat so zusammengezuckt. Meinst du, hast du einen Goblin gefunden? Nein, nein, ich erfreue mich nur über euer Gespräch. Während dem Vortrag hört Snorri von hinten, Goblin gefunden. Ich drehe mich um. Was ist los, Bruder Torvala? Alles gut, alles gut. Das war ein Scherz. Es war nur ein Scherz. Kennt ihr diese Geschichte von dem Jungen, der zu oft Goblin gerufen hat? Nein, aber das war noch ein tolles Wanderlied. Wachsen hier irgendwo Blumen rum, wo die Goblins sich verstecken könnten. Vielleicht sollte Shayari ein Lied anstimmen. Shayari, habt ihr schon mal einen Goblin gesehen, dass sie denkt, dass sich Goblins hinter Blumen verstecken können? Naja, die haben roten Pelz und es gibt rote Blumen, also. Ja, aber sie sind schon ein bisschen größer als eine Blume. Ja. Naja, aber sie sind größer als diese Blumen. Aber vielleicht nicht größer als ein Rosenstrauch oder sowas? Hinter einem Rosenstrauch. Ja gut, dann müssen sie wenigstens durch die Dornen durch. Aber man würde sie immerhin an einem Geruch erkennen. Das ist doch schon mal etwas. Ich sehe schon 20 Goblins verstecken sich hinter dem nächsten Rosenstrauch. Jeder hat so eine Rose. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht. Ich bin hier nicht DSA-1, ja. Ja. So ist eure Wanderung nun sehr, sehr mit Gesprächen gefüllt. Und vielleicht verlassen wir an dieser wanderlichen Stelle dann für heute mal den aventurischen Kontinent. Und schauen dann beim nächsten Mal, wohin, ob Snorri dann elfisch lesen gelernt hat. Zumindest das, was auf seinen Stiefeln steht. Oder auch nicht. Ja, dann sind wir für heute am Ende. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Leiten. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sogar jetzt im zweiten Teil vergessen, ein neues Eukalyptusbonbon zu essen. Wenn du es nicht gebraucht hast, ist es doch super. Immer ein gutes Zeichen, ja. Also Lumen muss mit Shayariel nochmal klären, weil ich stolper doch immer mal wieder über diesen Mittelteil, ob es da nicht eine Kurzform, so eine Corbendellis-Form gibt oder so. Shari oder sowas. Oder Shairi oder Shay. Ich habe die Befürchtung, Lumin möchte einen Pfeil in den Kopf, bevor wir bei den Waldelfen angekommen sind. Was ist mit Ariel? Du kannst ja versuchen, mit Spitznamen geben. Shay finde ich noch okay. Jedes Mal anders. Shay, okay. Lumini. Lumin ist doch schon kurz und bedeutet Licht. Also ist ja noch passender der Name für diese ganze Kampagne als ursprünglich gedacht. Ja. Der den Pfeil als erstes im Kopf hat. Ja, hey. Ja, haben die Elfen nicht immer so Zunamen? Dann so? Ja, Eulenschwinge ist mein Zuname. Lumin, der den Pfeil als erster im Kopf hatte. Schwingi. Auf jeden Fall mit I. Aber Ariel will doch gehen. Ariel ist ja immer in deinem Namen. Aber Shay ist okay, dann überlege ich mal. Lumin, Kopfschmerzen durch Elfen. Hervorragend. Entweder Fulminictus oder Pfeil. Oder Pfeil, eins von beiden. Jedenfalls auch Knüppel. Geht auch ganz hervorragend. Ich hoffe, das Dozieren von der Spektabilität zur elfischen Geschichte war halbwegs erträglich. Aber es brauchte ja ein bisschen Background für eure Reise.
Auf jeden Fall hilfreich. Einige von euch ja mit Aventurien auch noch nicht so sehr vertraut sind. Zumindest der Pölle kennt sich ja mit Vampiren schon mal ganz gut aus. Nein. In DSA zumindest. Nein. Oder in der World of Darkness. Bei dem, was er leitet, ist das auch kein Wunder. Der Phantom sagt so, es muss, war interessant. Siehst du mal, guck mal. Ich lerne auch ganz viel. Aber es ist ja auch bei jedem Spielleiter ein bisschen anders. Und manche legen halt mehr, liegt ja auch mehr an der Geschichte und weniger auf dem Kämpfen oder der Reise bisher. Der Philosophie dahinter. Ja. So ein philosophisches Gespräch zwischen einem Fexgeweihten und einer Elfe ist halt schon ganz interessant. Ja, Elfen philosophieren ja auch gern. Mit den Kindern. Ja. Wenn auch etwas unfreundlich, nicht wahr? Man hat sie den Fexgeweihten dumm genannt. Also. Ich habe ihn einen Menschen genannt. Dumm nicht, also nein. Naja, er hat gefragt, hältst du mich für dumm? Und hat sie gesagt, ein Mensch halt. Ja, aber es ist nicht dumm. Ja, das sind doch schlaue Menschen. Klang aber schon. Setze hier Euphemismus für Ja ein. Ist Snorri eigentlich eine Kurzfassung von deinem Vornamen? Wie heißt Snorri eigentlich? Nein, Snorri heißt Snorri. Okay. Der kann Snorribert oder sowas, keine Ahnung. Snorribert. Ist benannt nach dem zwergischen Onkel. Was? Ist benannt nach dem zwergischen Onkel oder so. Snorribert Octopus. Bifo, Bofo und Snorri. Die Octopus wäre für einen Torvaler, glaube ich, scheiße. Alternativ intelligent. Ja, Menschen sind alternativ intelligent. Er kann sich das live ja mal überlegen, was dem Snorri sein Seelentier ist. Ja. Jeder kann sich ja mal überlegen, was genau, das Seelentier ist gar nicht so unwichtig für. Ich habe ein Seelentier, das ist ja schon klar. Es steckt ja schon in meinem Namen drin. Ja. Bei mir wäre es ja passend, wenn es der Bär wäre. Ich meine, das ist weidender Wappentier, aber so richtig bärig ist Lumen nicht. Da muss ich mir noch was überlegen, was denn da passt. Das ist ja dann doch eher vom Typ her doch eher Snorri. Bärig. Überall. So. Zweizähniger Kopfschwänzler, ich sag's ja. Seepferdchen. Ja. Der zweizähnige Kopfschwänzler. Da habe ich aber auch nicht schlecht geschaut. Snorri, das Seepferdchen fände ich auch schön. Seepferdchen. Würde ich unterschreiben. Seepferdchen wäre super. Ach ja. Und Alricio ist ein fleißiges Bienchen oder so. Oder, nein, Alricio ist der Erklärbär. Der Erklärbär. Wo wir auch wieder beim Bär erklärt er doch gar nicht. Nee, ich finde eher sowas wie ein Wiesel oder so. Ja, oder das. Ja, auch was. Oh, ein Mungo. Ah ja. Mhm. Auch ein heiliges Tier des Fex. Oder die gute alte Ratte. Ist ja sehr, nein, sie ist, macht's für einen Geweihten super. Sie ist super negativ belastet, aber eigentlich ist das, also... Nicht? Das ist das Tier des Namenlosen, ne? Aber wir ja, stimmt, aber im Elster Fuchs. Im DSA gab es da ja was. Ja, Elster. Elster Fuchs werden vorgeschlagen noch. Ja. Bei den Chats. Wenn ihr das jetzt später auf YouTube schaut, könnt ihr auch mal in die Kommentare Vorschläge für die Seelentiere unserer Gruppe zu reinschreiben. Oh ja, das fände ich. Elster cool. Fände ich auch cool. Ja, Elster ist nice. Das Seelentier des Spielleiters, das sollte klar sein. Ja. Wo ist der Eukalyptus-Bonbon? Next! Ja gut, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gut, dass ich mich gedopt habe und spielen konnte mit euch. War nicht ganz unanstrengend, aber hat sich gelohnt, glaube ich. Hoffentlich werden wir alle wieder fit und sind dann umso mehr motiviert in nächsten Folge dann weiter in die Wildnis vorzudringen. Vielleicht gibt es dann ja auch ein paar Goblins, die sich hinter Rosen verstecken. Schauen wir mal. Wollen wir Rosen kaufen? Scheiße, jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Falls es jemand da draußen gibt, der zeichnen kann, bitte mal einen Goblin, wollen wir Rosen kaufen? Oh, ich musste, glaube ich, mal einen Goblin spielen, der in eine Elfe verliebt, in eine kleine Fee verliebt war. Das war wirklich auch kompliziert.
Und ist es gut ausgegangen? Happy End? Haben sie geheiratet? Ja, aber ich glaube, am Ende ist die Elfe gestorben. Das war sehr dramatisch. Das ist wirklich dramatisch. Das ist ein trauriges Ende. Es war sehr traurig. Der arme Goblin. Ja, das war... Ja. Werden Goblin nicht auch irgendwie nur 20, 30 Jahre alt oder sowas? Das ja, es hat sich, glaube ich, nicht viel genommen, aber es gab eh auch nur 5 Abenteuer. Ist für die Elfe doch auch eher nur so eine Affäre dann gewesen, oder nicht? Ja, aber die Elfe war ja eher so ein Pixie und ist, wie gesagt, ach so. Auch, okay. Also keine große Elfe, eher eine Pixie, eine Fee. Okay, okay. So, ich würde dir mal sagen, ihr könnt ja mal kurz Werbung machen für das, was ihr sonst noch so irgendwie im Internet tut. Und ich suche uns währenddessen mal jemanden, wo ich die erlauchte Zuschauerschaft gleich hinschicken kann. Ja, ihr könnt uns, also es gibt zum Beispiel Nerd Church, da könnt ihr uns gern folgen. Da gibt es jede Woche eine Andacht. Ich habe vergessen, wozu die Andacht diese Woche ist, aber ihr werdet es rausfinden, wenn ihr mal auf den Blog geht. Ich vermute Ostern. Ja, aber war das jetzt das Dungeon and Dragon Film oder war es der Super Mario Film? Ich muss mal kurz gucken. Überfragt. Ich überbrücke einfach diese natürlich nicht online. Sehr produktive Pause. Und ja, genau. Ich streame ja auch auf meinem Kanal und bin da ja im Moment Vampirleiter. weil wir sind gerade im Abenteuer Unsterbliche Gier der 7 gezeichneten Kampagne und betätigen uns als eben Vampir Jägerinnen und Jäger, die jetzt auch in der letzten Session dem Obervampir entgegengetreten sind. Und ich vermute, dass es das nächste Mal zu einem Kampf kommen kann. Zu einem Finalen eventuell sogar. Entweder für die Fünfe oder für den Obervampir. Mal schauen. Vielleicht wollen die auch nicht kämpfen. Obwohl der Zwerg hat einen Blutschwur abgeleistet, dass er den um die Ecke bringt. Von daher kommen wir da nicht drum herum, glaube ich. Muss dem Rerian mal sagen, der soll weniger Blutspüre machen. Das hat die auf dem Kanal auch schon mehrfach abgelastet. Jawohl. Und was ist es jetzt? Ist es Super Mario? Ist noch nicht online. Eins vorbei. Kann ich nicht sagen. Es ist, vielleicht nächste Woche. Ja, hier ist live, vergibt's die nächsten Würfelhelden, Philosophen. Der Cutter sitzt auf meinem Zoom-Bildschirm links von mir. Das müsst ihr den Koali fragen. Und bei der letzten Aufnahme war ich auch nicht dabei. Ja, du müsstest irgendwann diese oder nächste Woche müsste die eine neue Folge kommen, ja. Genau. Würfelphilosophen. Wir schnacken über Dinge, die vielleicht religiös sind, vielleicht auch nicht und auf jeden Fall spannend und ganz, ganz nette Leute. Und die Stadtpoetin sind auch ganz kluge Leute, wie sie mir schrieb letztens. Da war ich doch sehr, fühlte ich mich doch sehr gebraucht in Sinn. Ja, gut. Der Lumin hat selber keine großen Projekte am Start. Von daher muss man da keine große Werbung machen. Doch, in 2 Wochen Sonntag ist wieder was ganz Geiles. Da solltet ihr alle mal wieder reingucken, beim Koali nämlich. Chapeau. Ja. Gut, ich schicke euch dann weiter zu Mandarinchan, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Zusammenstellung der Lotus Crew und irgendwas stand da auch von DSA. Mal gucken. Also sagt mal Hallo und nehmt euch und grüßt schön. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche bei der Splitterdämmerung oder in 2 Wochen in dieser Konstellation hoffentlich. Macht's gut. Vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen, zum Beispiel das da oder das da. Mach das mal. Tschüss.